White Russian, aber bitte ohne Sahne. Nach dem Trolley geht's ja gar nicht mit Sahne. Da darf man keine Sahne in White Russian machen. Und wer gerne mal Flummi in Sahne getunkt sehen würde, der muss, keine Ahnung, Bewerbung schreiben an sie oder so. Ja, das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Ja, ich glaube, ich muss mich erstmal entschuldigen fürs letzte Mal, da ich ja die Folge so witzig benannt habe, der Einbruch. Und dabei war ja nur Kaban gemeint, der ins Eis eingebrochen ist. Die drei sind ja jetzt ganz erpicht darauf, in Zelenograd mehr herauszufinden. Und auch heute wird dem so sein. Es geht rund mit dem jungen Hund. Und ich will auch gar nicht viel reden, weil die Folge ja relativ lang geworden ist. Deswegen sage ich auch einfach mal viel Spaß und bleibt geil. Tschüss. Also, leg mal los. Billy gewinnt. Billy gewinnt. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, das ist sehr interessant. Also wir haben am 4. Februar Sonntag das letzte Mal gespielt. Und also in Time. Und dann habe ich mir aber nochmal aufgeschrieben, weil ihr seid irgendwie wieder zurückgefahren, soweit ich weiß. Ich glaube, wir hatten uns nicht entschieden, ob wir dann schon vorgesprungen sind zum 5. oder weiter oder nicht. Das überlasse ich euch. Ah. Go Pussy Rangers. Eventuell solltest du jetzt ansagen, warum wir heute nur zu dritt spielen. Achso, ja, eben. Ich dachte, das hättet ihr vielleicht schon. Also hier, der Dellinger, der hat sein Internet aufgebraucht, das ist jetzt alle bei ihm. Und deswegen spielen wir zu dritt. Ende. Der hat's doch kaputt gemacht. Nein, der hat es aufgebraucht, das ist alle. Liebe Kinder, ladet nicht so viele Pornos auf einmal, sonst ist das Internet ganz schnell weg. Nicht immer HD, ihr müsst nicht jeden Pickel am Poppes sehen, das geht auch ohne. Du guckst Pickel. So viel Geld aus tun. Investieren so viel Arbeit in die Weichzeichnung und mit HD machst du das alles wieder kaputt. Völlig sinnlos. Ich meine, von mir muss es wissen, die arbeitet in dem Geschäft. Als ja, Kabelträger. Voll der Kabelträger. Ja. Reicht es jetzt als Ansage, warum wir heute so dritt spielen? Richtig. Und das ist die Konsequenz, dass Kaban heute einen. Achso ja, und Kaban Intime, der ist wieder krank geworden. Kaban wird immer krank, das ist ganz furchtbar. Und wenn Kaban krank wird, hat er immer Durchfall. Aber diesmal so ein richtig, also da könnt ihr ihn auch nicht besuchen, weil sofort Ansteckung. Tödlich quasi für den Anus. Handlungsunfähigkeit macht sich breit. Er ist quasi eine wandelnde Chemiewaffe. Bio. Bio, ja. Biowaffe. Vorsicht, du, sonst fällt Evo bei dem ein. Na, mit so Kuscheltierchen? Nein, nein, Evo ist bei ihm eingefallen, deswegen geht es ihm so. Ich dachte, Montezuma ist bei ihm eingefallen. Der war doch gar nicht in Ägypten. Der fällt aus, verstehst du? Zirp, zirp. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen wollen. Also, das macht ja alles keinen Sinn jetzt. Das würde ich so nicht sagen. Jojo verbringt noch ein paar kleine Recherchen, übernimmt noch ein paar kleine Recherchen. Aha. Ja. In der Richtung mit, ich muss mir noch mal eben ein bisschen kurz angucken, wie Seda-Geflogenheiten sind und irgendwelche... Kacke, das wollte ich doch nachgucken. ...kleineren Dinge, die vielleicht wichtig zu wissen sind. Die haben zwar nicht unbedingt so viel Ahnung von Seda, aber falls dann doch mal jemand da ist, der sie hat, wäre es doch ganz gut, wenn man da vielleicht halbwegs bestehen kann. Okay, da ich jetzt nicht mehr in dieses bekackte Buch geguckt habe, unheimlich großer Konkurrenzdruck und Konkurrenzkampf, Überlegenheit gegenüber anderen Konzernen und sowieso Menschen, weil Seda halt die Besten sind. Aber der Konkurrenzkampf wird natürlich möglichst nicht nach außen getragen, also nicht sichtbar nach außen getragen. Das darf keiner mitkriegen, dass es da irgendwas gibt. Eigentlich auch nicht, dass du halt erzogen werden musst. Du bist nach außen hin perfekt und nach innen hin wirst du geformt. Und wenn du nicht adäquat geformt werden kannst, wird man schon eine Strafe und Position für dich finden, die deiner Minderbegabung und deiner verkehrten Attitüde angemessen ist. Man kann ja bei Seda Krupp gar nicht versagen, weil es würde ja heißen, dass das Aufnahmeprinzip versagt hätte. Das geht ja gar nicht. Aber es gibt ja Dynastien, weißt du, also so reingeworfen dann. Man hat ja nur noch nicht den richtigen... Die werden dann halt gefressen. Oder das. Ja, man hat die richtige Position halt noch nicht gefunden bis dahin dann. Mhm. Für die beste Person. Als, keine Ahnung, Büroklammerentferner oder so irgendwas. Ja, der Abstieg ist auch immer sehr hart und schnell. Billy möchte auch noch ein kurzes Gespräch mit Jojo führen bezüglich der Attitüde im Generellen. Ja.
von Fräulein, wie heißt ich nochmal? Rottenmeier. Rottenmeier gegenüber der Frau Inguscha Maria Gorbatschow. Genau, jetzt muss ich mir die Namen wieder merken. Ach so, ja, wir können uns ja dann nochmal treffen. Ja, also, wir treffen uns. Ich bin gerade zu Hause angekommen, auf dem Weg zurück und hab erstmal Kaba musste abgeliefert werden und ich weiß gar nicht mit welchem. Ach, ihr seid mit Boris Auto, das müsst ihr noch wegbringen und deswegen seid ihr noch zusammen. Fünfte haben wir dann heute, 5. Februar, sagst du? In der Nacht zum 5. Genau, es ist halt immer noch der eine Abend quasi. In der Nacht zum 5. Ja, also wenn ihr, also ihr könnt euch noch die Nacht unterhalten, ihr könnt euch auch am nächsten Tag treffen, das ist mir egal. Hä? Warum ist mein Keyboard auf? So. Genau. Ja. Wir können uns noch zu einem kleinen Absacker irgendwo hinsetzen, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wirklich nur ein Absacker, vielleicht eine warme Milch mit Marshmallows oder so irgendwas, sonst kann ich wieder die Nacht schlafen. Ja, es ist. Nee, ich wollte mich jetzt nicht zulöten. Nee, ich auch nicht. Deswegen sag ich's ja nur. Ja. Pass auf, du musst das so verstehen, wenn Fräulein Rottenmeier sehr, also so war meine Erziehtante teilweise zu mir, im Zusammenhang, wenn nur quasi, nicht wenn Leute dabei sind, dann war die immer sehr rotzestreng. Aber sobald Leute dabei sind, dann supportet Fräulein Rottenmeier dich natürlich, Inguscha, von vorne bis hinten und hebt deine absoluten Stärken hervor. Also darfst du das gar nicht so eng sehen. Ja, aber bitte, 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 bitte. Also es war, das ist auf jeden Fall schon mal gut, als wir halt das letzte Mal da waren jetzt, das war ein bisschen viel, also weil eigentlich darf ja halt keiner merken, dass ich irgendwie das alles noch nicht ganz so drauf habe, wie ich es eigentlich drauf haben sollte. Das heißt, wenn keiner da ist, darfst du mich natürlich, und wenn keiner guckt, darfst du mich natürlich zusammenfalten, aber sobald halt jemand da ist, ne, dann werde ich halt einfach nur supported, aber nicht die ganze Zeit auf die Fehler hinweisen. Das ist irgendwie, also nicht so, dass das jemand mitkriegt. Na, du bist halt ein kleiner Wildfang, nicht wahr? Nee, trotzdem, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Nee, ich mein's jetzt echt ernst, weil die Leute, also ich sag mal, nach außen hin ist man ja perfekt. Dann nach außen hin zeigt man nicht, dass man Fehler hat. Deswegen kannst du mich nach außen, vor anderen darfst du mich nie auf sowas hinweisen. Auf was habe ich dich denn hingewiesen da? Sitz gerade hier, mach da, sei ruhig und so weiter. Das war zu viel. Lauf gerade, das sind alles Dinge, das sind Sätze, die darf eigentlich niemand von dir hören, dass du sowas zu mir sagst. Ich weiß es echt nicht mehr. Hat das jemand gehört gehabt? Ja, das war sogar im Café. Im Café könnte es jemand gehört haben. Könnte. Aber okay. Zum Beispiel vor dem Hausmeister. Vor dem Haus war da nichts. Da hast du nichts gesagt. Da war nichts, ja. Das war nur die eine Situation im Café, wo es hätte sein können. Okay. Dann haben wir die ganze Zeit haben wir darüber geredet, auch auf der Straße. Deswegen war das irgendwie so, habe ich das noch so im Hinterkopf, dass das so extrem war. Aber da war ja erstmal keiner auf der Straße und das kein Waldstück und so. Das hätte ich schon angesagt. Da waren ja nur die Vögelchen. Ja. Und eins wollte ich nochmal gerade eben gefragt haben, weil ich wusste jetzt gar nicht mehr genau, aber wir hatten uns quasi komplett Make-up-technisch, hatte Billy alle verschleiert, sodass wir gar nicht irgendwie mit unseren normalen Gesichtern quasi raus sind. Ich glaube, du hattest sogar einen richtig geilen Wurf. Oder ich habe mir diesen auch. Wurf eingebildet, aber du machst immer geile Verkleidenwürfe, von daher hast du den gemacht. Ich glaube, du warst ziemlich gut, ja. Also ich habe das auch irgendwie im Kopf, dass du ziemlich gut warst, was das Verkleiden anging und so. Ja, allgemein hohe Werte, das hätte ich eigentlich sogar kaufen können. Ja. Jutti, ich wollte jetzt nur noch mal kurz eben Revue passieren lassen. Nee, genau, also das so mit der Attitüde, aber genau das war das eigentlich das richtige Prinzip. Also wenn halt jemand da ist, dann sind wir perfekt quasi, dann verstehen wir uns auch gut. Das ja sowieso. Natürlich, du bist ja das Fräulein Rottenmeier, ich könnte mir keine bessere Erzieherin wünschen. Na, du bist ja auch so ein kleines, schickes Mädchen, nicht wahr? So eine kleine junge Dame. Kleines Zimmer, Frauenzimmer, sagt man. Ja, kleines Frauenzimmer, genau so. Jetzt haben wir's. Naja, so klein bin ich auch nicht mehr mit 17. Ja, aber Frauenzimmer ist ja dann noch vor den 18, ne? Das ist ja dann, ein Frauenzimmer heißt ja noch nicht komplette Frau. Glaube ich doch, oder? Von der Definition her. Ich dachte, Frauenzimmer ist schon so ein gestandenes Vibe. Aber sicher bin ich mir nicht. Dann bist du vielleicht ein Frauenkämmerchen. Eine Kemenate? Ein Frauen-Speisezimmer. Egal. Tut dir jetzt auch nichts zur Sache. Als Frauenzimmer bezeichnet man an den Höfen des 15. Jahrhunderts den gesamten Hofstab einer adligen Hausherrin sowie ihre Gemächer. Danke, Vicky. Gern geschehen.
Wie möchten wir denn da morgen am besten dran gehen, wenn der andere jetzt nicht da ist? Haben wir speziell was, wollen wir da wieder hin zusammen ohne den oder? Naja, also ich sag Vielleicht, mal, weiß nicht. na, es spricht im Grunde genommen nichts dagegen, dass wir uns auch mal ohne ihn dahin fahren. Also der Vorteil ist tatsächlich bei dieser ganzen Sache hier, dass, also ich kann nicht unbedingt alleine hinfahren, das sollte vielleicht niemand Nee. mitkriegen, aber es besteht durchaus halt die Möglichkeit, dass wir gemeinsam in die Stadt gehen und uns vielleicht Läden angucken oder irgendwas anderes und wir uns dann auch mal voneinander trennen, wenn du in einem Laden vielleicht jemanden findest, mit dem du dich dann unterhältst, wenn der Junge irgendwo kommt, weißt du? In einem Laden jemanden findest, mit dem du dich unterhältst oder dir irgendwas genauer anguckst, sondern kann ich auch durchaus mal irgendwie, ich meine, ich muss ja nicht 24/7 unter Aufsicht stehen. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, wir haben so auch die Möglichkeit, uns mal voneinander zu trennen irgendwie, weil wenn ich mit dem Jungen rede, dann solltest du vielleicht nicht direkt dabei Nee. sein. Es sei denn, er hat selbst jemanden dabei. Dann kommen ja Selbst manchmal dann. Ja, wenn Eltern dann. oder Erzieher Ja. miteinander ins Gespräch und dann lenken die sich gegenseitig ab, während die Kinder schön auf dem Spielplatz hin und her purzeln. Ja, das ist richtig. Aber wenn der Erzieher von ihm dabei ist, dann würde ich das sowieso eigentlich nicht machen, weil das bringt nichts, Ja, glaube kommt halt ich. auf die Situation und das kann man jetzt gar nicht so pauschal Ja. sagen. Ja, da müssen wir nur aufpassen, weil du bist immerhin keine Erzieherin und du bist keine Lehrerin. Nicht, dass er dann irgendeinen Blödsinn macht und du da stehst und dir denkst, weißt du? Jo. Plötzlich. Dum, dum, dum. Genau, der Typ, den Billy im Blick hatte, also weil Jojo sitzt mit dem Rücken zu ihm, der die ganze Zeit ein bisschen unruhig auf seinem Stuhl rumgerutscht ist und ein bisschen durch die Gegend geglotzt hat, also vor allem nach durch die Tür und durch die Fenster, ziemlich nervös, schien leicht verschwitzt, springt nun auf und ergreift Jojo am Halse, zieht ein Messer und hält es ihr an den Hals. Warte ab. Du bist nämlich perplexerös. Ja, ich auch gerade. Ja, du auch kurz, aber du hast es wenigstens noch einigermaßen kommen sehen, wie wir von eh gleich Eni. Zur Tür rein stürzen zwei Typen bewaffnet mit Pistölchen und richten sie in die ungefähre Richtung von jetzt auch dir, Jojo, Willst du mich und dem Typen hinter verarschen? dir. Hä? Hä? Willst du mich gerade echt verarschen? Ich glaube, ich habe auch den Eindruck, dass es irgendwie gerade Jojo! so. Fuck, Was? Alter, ich Hä? habe eine Geisel! Wie bitte? Was? Sagte, fuck, Alter, ich habe eine Geisel. Sagt er das so, alter Scheiße, wie hab ich denn jetzt die Geißel hier gekriegt? Er Oder wirkt ein meint er bisschen das? überrascht von sich selbst, tatsächlich. Jojo, dir entgeht das aus irgendeinem Grund. Hat er einen Tick oder was, Alter? Was ist jetzt los? Jojo ist auch gerade ein bisschen Würfel überrascht mal, von ihm. Inni. What? Darf Ich ich hab noch auch nicht mal. würfeln? Du darfst Oh auch würfeln, aber Gott. ziehst dir dann 3 ab. Darf ich Matrix-Initiative benutzen? Das kannst du tun, aber dann kippst du jetzt halt um Nee, in der es war ein Situation. Scherz. Ich will dir das nicht absprechen. Mach ruhig mal einen Reich jetzt. Was habe ich denn da? Moment, Ach eine shit, 2. Moment. Ich habe eine 2 plus 18, 10. Ich Ich habe habe ein. auch 10 minus 2 sind 8. Minus 3. Minus 3? Wieso minus 3? Ich dachte minus 2. Wegen Achso, dann überrascht. 7. Dann Ich sagte 7. minus 3, glaube ich, Achso, ich habe hauptsächlich. minus 2 Okay. verstanden, Billy Verzeihung. 10, Jojo 7. So, warte. Wo sind wir eigentlich gerade? In was für einem Laden, Irgendwo. oder? Entschuldigung. Ihr habt das Auto weggebracht, ihr habt dann, ihr habt sicherlich bei Boris immer eure Waffen gelassen, weil das am einfachsten ist. Seid mit dem Bitte? Bums. Na, der hat sie für euch doch gut aufbewahrt. Ihr werdet ja nicht unbewaffnet bis zu Boris fahren wollen. Ne? Aus Das ist Gründen, die richtig. sicherlich Ach so, verständlich sind. mitgenommen. Jetzt habe ich es kapiert. Genau, dann habt ihr die bei Boris abgeholt und habt jetzt noch irgendwo hingefahren in irgendein Zielgebiet, um Absäckerchen zu trinken. Das ist mir eigentlich egal. Ich höre Ah, jetzt um cool. ihr Schnetzel, nicht um Das Logik. heißt, ich hab meine Waffe, ja? Naja, hast du theoretisch schon. Sind wir in Okay, Donskoi oder in ein. Wo gut. sind wir? Ihr seid in. Chofrino? Donskoi. In Donskoi, okay. Weil seid ihr ja eigentlich immer, ne? So, Sekündchen noch. Entschuldigt ihr mich noch eine ganz Nein. kurze Minute, dann kann ich nämlich eben mal den Platz wechseln, weil sonst habe ich nämlich irgendwie immer nur an den ganzen Shit hier falsch und so. Bevor wir jetzt Wechsel mal den anfangen. Platz. Ich sehe eh nicht dran. Ich will Okay. nicht. Aber alles sehr ungünstig hier. Für wen Piu, ungünstig? Für dich oder für uns, ey? piu, piu. Das weiß ich auch noch nicht genau. Das User wird sich disconnected from rausstellen. your channel.
Ach so, meint die Platz wechseln, okay. Ja, die meint wahrscheinlich von Laptop an PC oder so irgendwas gehen. Ja, Die immer jetzt wo es ernst dieselben. wird, nicht mehr auf der Couch rumhängen jetzt geht's ab. Ich lieg wie immer auf dem Bett. So, siehst du, du hängst auch nicht auf der Couch rum. Ja, das ist aber wie auch immer, egal. Ich muss jetzt erstmal meinen Kuschelpelz holen, ich bin so aufgeregt. Erregt bin ich. Ja, erregt sowieso immer, wenn ich deine Stimme höre. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Aber jetzt, wo die so schön verschleimt ist, meiner, das ist richtig geil. Ja, die hustet doch sowieso die ganze Zeit rum. Also seit der Weihnachtsepisode ist sie ja nur noch am Kotzen. Zwischendurch, glaube ich, mal 2 Abende nicht. Ne, das weiß ich aber auch nicht. Ich lebe hier im dritten Weltland, ja, weißt du, mit keiner Du bist medizinischen immun gegen Versorgung. alle Keime, weil du ständig von allen umgeben bist. Ja, das sind wie bei Mr. Burns, die Keime kommen nicht durch die Tür durch. Haben alles verstopft. Sie haben alles, aber es kommt nicht zum Ausbruch. User entered your channel. So. So, sehr gut, die ist wieder Bist da. du da, alle? Also, der Typ hinter dir greift unter unter deine Achsel quasi und würde dich hochziehen wollen. Der Druck seines Messers ist übrigens äquivalent zu dem seiner Hand. Moment, ist das am Hals? Hat er das Messer am Hals jetzt, ja? Der hat das Messer am Hals und mit der anderen Hand hat er quasi jetzt die hat er unter die Achsel gelegt. Fuck! Wie weit bin ich schon hinweg? Na, du sitzt am Tisch gegenüber, sag mal, einen halben Meter. Aufstehen jetzt, Schlampe, komm. Waffe ziehen und auf ihn pointen ist, glaube ich, ist gerade nicht so eine arg gute Idee. Bring mal Wie jetzt. stark ist der Druck seines Messers eigentlich? Und wo sitzt das Messer? Also das ist sitzt. Deinem Kehlkopf. Aua. Aber irgendwo an deinem Hals, völlig irrelevant. Das ist ein gutes, solides Kampfmesser. Du willst diesem Druck nachgeben. Ja, das ist Das sind okay. nicht die Also. Droiden, die du suchst. Nee, okay. Gut. Keine Das Star wollte ich nur Wars-Witze hören. mehr hier in unserer Runde, dass es klar ist. Okay. Ich unterstütze den nicht. Der andere Typ brüllt: Pass auf! Du kannst ihn nicht gefangen nehmen, denn ich bin dein Vater! Und der war jetzt nur für dich, dass du. Mein Gott, Ficker. ich will Star Wars Witze machen, Mann. Ich will aber was völlig irrelevant. Jojo steht auf! Billy, du bist dran. Du Moment, die könntest anderen. versuchen, die anderen beiden richten die Waffe quasi auf, naja, durch Jojo durch auf den Typen, die an der Tür stehen. Braucht ihr eigentlich einen Plan dazu? Eigentlich nicht, oder? Also, okay, Moment. Jetzt ganz nochmal kurz Recap. Jojo hat ein Messer am Hals von einem Typen, der sie als Geisel nimmt. Zwei Typen sind gerade reingekommen, als er das gemacht hat. Die Und die schienen zwei auf der Typen. Suche nach ihm, sie sind auch etwas außer Puste. Ah. Die Sehen die anderen Typen aus Gäste wie verstecken sich Cops? natürlich hinter Tischen und so. Nö, das nicht. Wie gemeine, bösartige Typen. Okay, Mit ich mache eine Waffen. Matrix-Wahrnehmung. Okay. Was willst du denn wissen? Ich möchte wissen, was für Geräte an dem Typen dran sind. Ob er irgendwas versalbert hat, was ich aufsehe, Gedöns, Arm, keine Ahnung. Irgendwas. Okay, würfel mal bitte. Also du möchtest eine Matrix Perception von mir, also Component Genau. 8. Und Jutti. plus 2 wegen Technomancer. Gebe ich dir zwei Erfolge. Ihr habt mir 2 Erfolge. Okay, also. Abgesehen davon, dass in dem Messer eine bekackte Uhr drin ist und ein GPS-Sender, die du sicherlich nicht manipulieren willst, hat er natürlich das übliche Comlink. Er hat Cyberaugen. Nee, nicht gut. Und er hat irgendein medizinisches Gerät, das alles sein könnte, von Insulinpumpe zu, naja, was man halt sich noch so injizieren könnte als, ne? Alles Weiß an den schon. Comlink geslaved? Oder? Ja, aber das Comlink ist nicht der Shit. Also das Comlink könnte man relativ fix, relativ leicht knacken. Gut. Hast Dann noch ein kommt. einfaches Handlünkchen. Ja, kompilieren ist eine komplexe Handlung. Richtig. Dann, Billy steht auf Bleib sitzen, Schlappe! und greift mit ihrer Hand unauffällig, sneaky, cat-like an ihre Waffe. To make it on the ready. Also sneaking. Okay. Du kannst es natürlich gern machen. Ich brauche auf jeden Fall eine Palming-Probe von dir. Es wäre Palming? vermutlich, Warum? Das ist nicht damit gut. er nicht sieht, dass du die Waffe. Du willst sie ja breit machen, ohne dass er es sieht, oder? Ja, Es das wäre übrigens Palming habe ich aber einfacher, nicht. wenn du sitzen bleibst und die unterm Tisch bereit machst. Der Tisch wird nicht so viel Schutz bieten, wenn du schießen willst. Also, da kannst du natürlich schlechter ziehen. Okay, ist richtig. Das war. Palming habe ich aber nicht.
Dann geschick minus 1, meiner. Das ist aber schlecht, dann lasse ich das, glaube ich, besser. Okay. Ich dachte, es würde unter Sneaking fallen. Nee. Dann, das ist Fingerfertigkeit. Noch Fingerfertigkeit habe ich aber nicht. Nee, dann harre ich erstmal den Dingen, die da kommen. Okay. Weil, ja, meine komplexe Handlung kommt erst noch dann. Die beiden Typen. Die beiden Typen gehen zwei, also die gehen ein bisschen auseinander und der eine winkt dann quasi alle Leute, die nichts mit der Situation zu tun haben, aus dem Laden raus. Die werden das auch nach und nach tun. Allerdings immer schön tief geduckt, damit sie nicht in den Waffenlauf von dem einen reinrennen. Das macht man ja nicht. Der andere, das seht ihr beide, beginnt zu zielen und zwar nicht irgendwie safe auf den Kopf von dem Typen oder sowas, sondern er weiß durchaus, dass seine gute alte Zastava vermutlich Jojo durchschlägt und in dem anderen dann quasi die Kugel exhaliert. Das ist echt ungeil gerade. Ich finde das super. Ja, ich finde das auch ungeil. Ich bin dran, yay. Spielgeleiteter. Ja, bitte. Ich hasse dich zwar, weil der Entzug echt hart ist, aber ich spare mir jetzt mal den Willenskraftwurf, ansonsten geht nämlich gleich ein Zauber los und dann bin ich tot. Weil dann alle anfangen rumzuballern. Es gibt den wunderbaren Zauber Materialformen. Ja. Damit gelingt es einem theoretisch ein Messer stumpf zu machen, oder? Kannst sogar die Klinge schmelzen lassen dann, oder? Kannst ja, das ist... Klinge auch in einen lustigen Ball mit Nippeln verwandeln, ja? Ja, das ist aber so. Das dauert aber eine ganze Weile und gerade bei so harten Materialien muss sich das Material erst selbst brechen. Und das ist laut. Ach so, nee, das wollte ich wissen, ob so wie das überhaupt vonstatten gehen kann und so weiter und so fort. In Schleim kann ich so ein Messer nicht verwandeln, oder? Doch. Echt jetzt? Natürlich. Ist doch ein physischer Zauber, oder? Das ist ein Manipulationszauber. Ja, aber da steht irgendwo Mana oder physisch. M oder P zumindest steht da. Das steht nicht bei. Das steht nicht in dem Ding drin. Klar, habe ich das hingeschrieben. Nein. Habe ich das nicht hingeschrieben? Dann gucke ich das ganz schnell im SR4-Buch nach. Wir spielen doch aber SR5. Ja, aber den Zauber gibt's in SR4 nicht und ich fand den witzig. Und ich dachte, sie wird ihn nie anwenden, weil er sie umbringt. Na, sagen wir es mal so, der Entzug von dem ist geringer als von Materialformen. Das möchte auch sein. Und ich kann mich jetzt, so wie die Situation ist, entscheiden, von einem völlig bekloppten Typen aufgeschlitzt zu werden oder die Möglichkeit zu haben, mich gegebenenfalls zu wehren und nicht durchlöchert zu werden von den Kugeln von den Typen, die durch mich durchschießen, weil und so. Ja, du weißt ja, dass du gepanzert bist, das sehen die vielleicht nicht sofort, vielleicht schlagen. Wo vielleicht bin ich denn gepanzert? Bist du nicht gepanzert? Ich nehme wir an, wir sind in dem scheiß Dinggebiet gewesen. Wir ja, ihr haben... wart in dem Dinggebiet, habt euer Fahrzeug abgeholt, habt euch da sicherlich bei Boris umgezogen. Das gönne ich euch schon. Wenn ihr aber nämlich noch einen Absacker nehmen wollt, wenn ihr eure Waffen habt, habt ihr euch auch umgezogen. Rennt doch nicht in Donskoy irgendwo was trinken in dem Outfit. Nö. Das ist ein physischer Zauber. Du kannst das Messer in Schleim verwandeln. Ich kann das Messer in Schleim verwandeln. Das ist gut. Moment, Force 2 müsste aber eigentlich reichen, oder? So viel Erfahrung hast du nicht, aber vermutlich schon, ha? Huh? Ja... Und man kann es mal probieren. Das ist doch nur ein scheiß Messer, jetzt mal ohne Witz. Es ist ja nicht so, dass du jetzt eine Stahltür aufschmelzen willst oder verformen willst. Das ach richtig. Du Scheiße, Alter. Was hast denn du da gewürfelt? Wir hatten uns geeinigt auf Einfaches, ne? Ja. Ich habe falsch gewürfelt. Ich hasse dich! Gut, dass ich gerade nicht gucke. Ja, Gleichstand. Möchtest du Edge benutzen? Klar will sie. Was? Bist du nicht okay? Dann wirf mal doch bitte in einen Zug. Verdammt, wobei wir wissen, nee, das Edge kann ich, vielleicht brauche ich später noch. Lieber Zuhörer, es waren 2 Erfolge vom Spielleiter und 2 Erfolge von Flumitier. Mit 2 Würfeln von ihm 2 Erfolge, ich hasse ihn. Vorher hatte ich mit 4 Würfeln 4 Erfolge. Das macht keinen Spaß mit dir, Spielleiter. Das ist sehr spaßig. Es ist ja auch nicht der Spaß für dich, sondern der Spaß für den Zuhörer. Ein G. Okay. Ja, mach mal deinen lustigen Effekt. Meinen lustigen Effekt? Ja, stimmt. Ah, da war was. Warte, lass mich kurz Schleim, Blob.
Die Deine Nase tropft. Sorry. Nee. Aber die Umstehenden haben vermutlich irgendwie alle gerade das Gefühl, dass sie schweißnasse Hände bekommen. Reicht dir das oder ist das zu wenig klebrig? Weil schweißnasse Hände dürften jetzt alle haben. Ja, okay, aber das ist halt so eklig, dieses halbtrockene, dieses klebrig, eklige, matschige halt. Mhm. Der Typ mit dem Messer ändert kurz den Griff an seinem Messer, verfestigt ihn dann wieder. Scheiße, Alter, ich geh jetzt hier raus. Verpisst euch, Mann, Alter, verpisst euch! Und geht dann langsam mit dir, wenn du ihm folgen möchtest, in Richtung dessen, wo er den Hinterausgang vermutet und wo du ihn auch vermuten würdest. Mhm. Billy. Ich bin dran. Hm? Und ich kompiliere. Im Sauseschritt? Im Sauseschritt, genau. Ich gucke mal gerade, was ich kompiliere. Moment, ich sag's dir gleich. Ich möchte was kompilieren, und zwar... Wo sind denn meine schönen Sprites hier? Genau. Ich brauche einen Machine Sprite eigentlich dafür, oder? Je nachdem, was du tun möchtest. Ich möchte auf seinen Comlink. Der Machine Sprite kommt nicht so gut auf das Comlink, aber wenn er drauf ist, macht er natürlich alles kaputt. Das ist wohl wahr. Ein Infiltrator ist besser, um drauf zu kommen. So sieht's mal aus. Was willst du denn genau machen? Den Comlink für mich öffnen, sodass ich mal einen genaueren Blick drauf werfen kann, weil irgendwie habe ich die komische Vorahnung, dass ich was übersehen habe. Okay. Weil irgendwie habe ich die Idee, wenn ich dem die Augen ausschalte, dann gefällt ihm das gar nicht. Du meinst, da wird er fuchtig? Ich glaube, dann, weißt du, könnte Hals, Messer, das verträgt sich nicht so gut. Auf der anderen Seite, wenn ich ihm die Augen ausmache, wie weit, der bewegt sich jetzt weg, sagst du, ne? Der ist jetzt so 3 Meter weit gekommen von dir. Man. Aber mit Matrix, so kleine Schritte. Mit Matrix Speed wäre der Sprite ja schneller mit Comlink aufmachen und Gedöns. Ja, 2x so viel Handlung vermutlich wie der Typ. Schön, dann weiß ich schon mal schneller, was Sache ist, als dass der irgendwas machen kann. Gut, dann versuche ich jetzt trotzdem Compile. 8 und 10. Was willst du, welche Stufe möchtest du denn? 4er. Achso, was ist denn das für ein Comlink? Ist das gar nicht mit dem Comlink-Hack kaufen quasi, bevor ich es hier anfange zu kompilieren? Ist es ein Comlink auf, was hier tatsächlich um Zeit geht, kannst du ihn dir nicht kaufen, aber ich kann dir sagen, dass das Comlink 3 Würfel hat im Widerstand. Okay, kaufen kann ich mir nicht, sagst du, aber... Weil es jetzt um Zeit geht, vielleicht brauchst du ja mehr als eine Runde, um mehr als einen Markt zu holen, aber du kannst es auch auf jeden Fall alleine schaffen, ohne den Sprite, sag ich mal. Das sind so Fragen über Fragen gerade wieder. Oh komm, Technomancer, oder? SR8 und 10 hinterher. 4er. Das sind 5 Erfolge und 1 Erfolg. Also mein Entzug ist 1 Erfolg. Und kein Erfolg von dir, schön. Hast trotzdem 1G, ne? Ja, 1G, das ist ja okay. Ja, das ist ja nix, also so ein leichtes, unangenehmes Kribbeln so in der Popperze. Danke. Ich wollte das sagen, Magengegend, aber ich erinnerte mich dann wieder, wo ich hier bin. Genau. Du hast 1 Erfolg gehabt, ne? Nee, wie viele Erfolge hast du beim Dienst? 5. 5? 5 Erfolge. Das ist nicht nur ein Sprite. Du hast 2 Sprites, die dir sehr gern, wirklich gern helfen würden. Die würden mir gerne helfen. Dann beiße ich jetzt beide Sprites an, dass sie mir den Comlink aufmachen. Und zwar komplett. Also nicht Owner natürlich, aber halt 3 Marks auf dem Comlink. Jungs, hier, ran an die Wurst, geht los. Ich brauche mal ganz dringend hier euren Service, macht da mal das Ding auf hier, ne? So, sehr gut. Also, die beiden stürzen sich natürlich direkt auf das Comlink, was in der Tat als Wurst dargestellt wird, versteht sich. Und sie drehen diese Wurst nochmal durch den Fleischwolf, setzen dann diese Masse neu zusammen und du hast jetzt schon 2 Marks. Ich dachte, die spießen das auf und hängen es schön übers rostende Feuer. Das wurde mit der Wurst schon gemacht. Ah, okay, gut, schade. Das ist schon eine gute Räucherwurst, blöd. Weißt du? Ah, so ein schöner Landjäger. Ja. Schön, gut. Ja, das Ding ist offen. Dann möchte ich jetzt auch, dass die beiden mir sämtliche Informationen, was alles an das Comlink geslaved ist und alle Informationen über den Typen mir zukommen lassen.
Okay, was alles dran geslaved ist, naja, das ist im Wesentlichen das, was ich vorhin sagte, plus ein Störsender, muss ein ziemlich kleiner sein, weil das ist kein so großes Gerät, das er bei sich träge, und ansonsten halt der Kleinscheiß, ne, den man noch so hat, das Schlibber, RFID und so, ist durchaus noch an seinen Comlink geslaved. Aber was ist denn sonst, jetzt diese Injektion? Und ein Motorrad, was draußen steht. Die Injektion, das ist so ein internes Stück Cyberware, was irgendwas in ihn injizieren kann. Was es genau ist, ist nicht klar. Es hat aber nur eine Dosis offenbar von irgendwas, was ihn da reingeschoben wird. Reagiert auf einen bestimmten körperlichen Impuls, also der nicht willentlich. Ich könnte die Injektion auslösen. Das könntest du tun. Oh Gott. Ich glaube, Flummi sitzt gerade da und beißt in ihre Tischplatte, dass sie irgendwas, dass ich jetzt ja nichts Dummes mache. Nö, die ist relativ ruhig. Okay. Die Art der Dinge, die da kommen. Also ich habe jetzt auch Zugriff auf das Motorrad, ja? Ja. Okay, das Motorrad ist erstmal ausgeschaltet. Das ist das Erste, was ich jetzt mache. Ja. Und das Zweite, was ich mache... Könnte ich es schaffen, frage ich jetzt mal so. Könnte ich es schaffen, dass ich ihm die Augen ausschalte und... Wie kräftig ist der Typ? Nicht übermäßig, also kräftiger als ihr beide, aber nicht übermäßig kräftig. Er hat ein bisschen trainiert, aber eher vermutlich beim Verzehr von Bier in rauen Mengen und Burgern anstatt an der Handelbank. Sagen wir mal so, eine Panikreaktion von ihm könnte eine offene Kehle meinerseits bedeuten. Ja. Das ist echt schwer jetzt. Ich möchte dich nicht gefährden, deswegen werde ich es keine Offensivhandlung durchführen. Das ist nett, ich muss erst dieses Messer verschleimen. Ja, das darfst du auch, glaube ich, erst noch tun, bevor ich mich jetzt um irgendwas kümmere. Wir stehen ja bei DNI in Verbindung. Das heißt... Jetzt, ja, auf jeden Fall, ja. Also jetzt schon. Also, Jojo, der hat tatsächlich irgendeine Injektion drin. Ich bin bei ihm im System drin. Das Motorrad draußen ist ausgeschaltet, sodass er schon mal nicht wegkommt. Und die Injektionsnadel weiß ich nicht, was drin ist. Okay, als du das alles gehackt und gesagt hast, seid ihr jetzt aber schon so 6-7 Meter weg, ne? Der bewegt sich langsam weiter. Wenn ich nochmal darf, sag mir Bescheid. Ja, jetzt nochmal. Ich darf jetzt nochmal, oh, das ist aber nett. Krieg ich einen Abzug jetzt? Alter, kannst du mal beschissener würfeln? Ich hasse dich. Hat er zwei Erfolge wieder mit zwei Würfen, die Sau. Du bekommst... ach stimmt, man kriegt ja so komische Abzüge, ne? Ja, bekommst -1. Schön, du siehst übrigens aus dem Augenwinkel, dass die beiden an der Tür nicht mehr lange Geduld haben werden. Die letzten sind jetzt aus dem Mobil rausgerannt. Ich würfel jetzt mein Edge mit, verdammt, ich hasse dich. Die letzten sind jetzt auch rausgerannt. Natürlich will ich das. So, drei Erfolge da, das Messer ist Matsch. Die beiden haben echt keine Geduld mehr. Fick dich. Also. Ich darf sogar nochmal zwei nachwürfeln, wenn das notwendig ist. Nö, ist es nicht. Also, es macht nichts anders. Billy, du hast jetzt nochmal dieses Gefühl, dass deine Hände irgendwie so klebrig, schmierig sind. Diesmal ist es sogar noch ein bisschen unangenehmer. Als würdest du jetzt, weißt du, wie im Sommer, wenn du schön von deiner Ledercouch so ein nacktes Bein abflaschst, wenn das schön angebacken ist, ne? So ja. Ungefähr ist das jetzt, ist wirklich nicht so geil. Und dann siehst du, wie dieses Messer sich in eine Art zähflüssigen Glibber verwandelt, was der Typ übrigens noch nicht mitkriegt, und an Jojos Hals runterläuft in ihren Ausschnitt. Sehr dann geil. Schlammcatch. Möchte ich doch gerne die Augen jetzt ausschalten. Jutti! Du schaltest die Augen aus. Die beiden Typen sind übrigens auch gerade noch perplex. Und der Typ zieht jetzt natürlich erstmal direkt das Schleimding durch Jojos Hals. Bemerkt nicht, dass er sie nicht gekillt hat. Zerrt dich aber noch weiter, weil der hat dich ja noch als Kugel gefangen. Du darfst aber sehr gern meine Waffe ziehen. Doppelte Stärke würfeln. Erstmal doppelte Stärke. Da. Zwei Erfolge, kein Erfolg. Du kannst dich von ihm losreißen, als er nach hinten stolpert und dabei sich an dem Tresen festhalten muss, weil, ey, scheiße, der Junge ist echt blind. Als du dich losgerissen hast, naja, dann krachen auch die Schüsse von den anderen in den Typen. Okay. Das war ja haarscharf. Also, Billy, sag ich. Was? Wer den kennt? Ich kenne ja nicht mal dich.
Hat das jetzt gerade irgendwer zu uns gesagt? Ja, einer von den beiden Typen, der jetzt übrigens seine Waffe auf dich richtet. Fuck, sehe ich so aus? Was war das für eine Scheiße gerade? Was? Machst du einen auf Mojo oder was? Was? Ob du kleine Schlampe was auf Mojo hier machst? Redest du mit mir? Nee, der redet mit Jojo. Mit Jojo. Gut. Jojo schaut ihn an und schaut gerade in diesen scheiß Waffenlauf rein. Das passt dir gerade nicht. Er hat noch genügend Schuss für dich. Ja, ich weiß. Ich hab dich was gefragt, Schlampe. Hey, alles easy. Verpisst euch. Ja. Tschüss. Wir machen euch Platz. Wir gehen. Ja. Erstmal raus. Jojo denkt sich gerade, dein Gesicht merke ich mir, du Arsch. Als du aber an ihm übrigens vorbeigehst und dir das Gesicht merkst, merkst du dir vermutlich auch gleichzeitig, weil das muss man sich ja ein bisschen angucken dabei, dass er so ein dickes, fettes Worry-Tattoo am Hals hat, Alter. Fuck. Kannst du dir Jacke merken und später noch abschlachten, aber ich weiß nicht, ob das welche Worry? Ist. Die gute Worry. Jo, alles klar. Die Jäger Worry? Mhm. Dann machen wir gerade mal noch kurz Bilderchen von den beiden Herrlichkeiten. Na, nee, müssen wir nicht. Ist Quatsch. Die kann Bilder machen, wenn sie will. Das stimmt. Ja, mache ich auch. Ja. Das Motorrad gehört uns, wenn wir wollen, by the way, Jojo. Das mal besser. Die sind bestimmt sickig auf denen, weil der denen irgendwie Kohle schuldet oder sowas. Und wenn die dann nicht mehr das Motorrad kriegen und sehen, dass wir damit abzischen, muss nicht sein. Muss nur schnell genug sein. Nee, okay, ist ja gut, ich mache nur Spaß. Aber, Worry-Tattoos, nee. Lass uns, das ist so viel zum Thema Absacker trinken gehen, ey. So eine Scheiße. Geht's dir gut? Bist du verletzt? Hast du was? Nee, mir geht's gut. Puh. Doch, du hast so einen leichten, schon einen ganz leichten Schnitt hast du schon. Da läuft auch ein Tröpfchen Blut. Ich meine, der war nicht ganz zimperlich. Ja, okay. Was Lackaffne, ey. So ein Arsch, ey. Ich könnte es bei denen mal noch aufs Comlink drauf gucken, was mit denen falsch ist. Nee, lass mal. Echt. Neugierig bin ich schon. Das kann ich verstehen, aber ich sagen wir mal, wenn du dich mit der Worry nicht. Fick die einfach nicht an und dann ist gut. Die haben uns gerade angefickt. Der hätte durch dich durchgeschossen. Das weiß ich, aber die wussten auch nicht, wer wir sind. Wir sind irgendwelche Leute für die. Ja, das ist ja gerade der Punkt. Ja, nur weil wir einen oder ein paar Leute kennen, heißt das nicht, dass wir für alle irgendwie wichtig oder entscheidend sind. Ne? Also es ist mir auch klar, aber trotzdem, also ich meine, irgendwo ist auch mal gut, ey. Ich mach ja nichts, beruhig dich, ich sag ja nur. Ja, ist ja auch okay. Ich bin auch sackig. Wenn wir für die mal arbeiten müssen, kostet das gleich doppelt so viel für die Arschkrampen da. Sei ich jetzt schon mal weg. Pissnell, ja. Lass uns mal abzischen hier. Ey, Düse. Auf seinem Comlink, ne? Da gibt es vage Informationen darüber, dass er irgendwo ein bisschen Geld beiseite geschafft hat. Der arbeitet in einem kleinen Comlink- und Haushaltsdrohnen-Reparatur-Store in Privatbesitz, also echt nichts Großes, ein Laden mit vermutlich zwei Zimmern. Und der hat da immer mal offensichtlich ein bisschen Geld an der Steuer vorbeigespart und das vielleicht irgendwo deponiert in dem Laden, also höchstwahrscheinlich. Ich meine ja nur, es könnten vielleicht sogar 1.000 sein. Ja gut, aber wenn die pissig auf den sind, dann werden die das Geld haben wollen, ne? Ich meine ja nur, das könnte ja, ich will auch schneller ja. sein. Also. Ja, und wir können es auch lassen. Super Idee. Du warst ja nur auf den Comlink drauf, ich wollte dir nur sagen, was da so ist. Ja, dem seine Augen sehen immer noch aus, ne? Der ist tot. Jetzt ist er tot? Die haben ihn erschossen. Seine Kugeln prasselten ihn ein, als Jojo dann aus dem Weg war. Das hast du so nicht gesagt, meiner. Das war nicht total unvorbereitet. Nicht hervorgehoben, ja. Verzeih, du bist okay. Verzeih. Lass uns mal deep und dicht wieder sein hier, ne? Ruhig, Fury. Ja. Sie nannten mich Pferd. Lass uns hier. Wir gehen. Ich verwisch noch meine Spuren und dann machen wir den Abis. Ja. Das ist voll der Plan. Ja, voll der gute, ne? Ja. Hast voll die guten Ideen. Geh mal zu mir. Wir sind gerade eh um die Ecke bei mir, oder?
Scheiß Adrenalin, ey. Hast du aber klasse gemacht da. Ne? Puh. Hast du das zweite Mal überhaupt im Zug gewürfelt? Ja. Okay. Guck mal, wie hat der Arsch, geil, Alter. Ich habe insgesamt 2G. Also beim zweiten Mal auch nochmal 1G gekriegt. Ist egal. Ich dachte, es könnte nur ein bisschen mehr vielleicht noch scheppern. Schade. Nö. Guck mal. Okay. Force plus 1. Ey, ihr habt vor ein paar Spielabenden gesagt, wir könnten mal wieder ganz kurz was schnetzeln. Und dann müssen wir mal ein kleines Fechterchen machen. Billy hat gesagt, sie hat ja gar nicht ballern dürfen. Du verkennst das wieder und reißt die anderen damit rein, nur weil ich mal wieder scheiße laber. Du hättest diesmal ballern dürfen. Du hättest einen kleinen Malus bekommen vielleicht. Super Idee, einen kleinen Malus. Jojo ist tot, supi. Das wäre super gekommen heute Abend. Der wollte mir nur Edge aus der Tasche ziehen, der Wichser. Ja. Oh, muss es ja gehen. Kannst du es ihm nachsehen? Dass ich so gut würfle. Guck mal, wie es sich freut. Der Kleine! Muss ich gleich husten, so. Also, ihr kommt bei Billy an. Ja. Puh, jetzt brauche ich aber einen Trink, ey. Ja. Mal Wodka rüber. Erbsi. Mach mal normale Woddies fertig. Normal, keine extra Fats. Mist. Ja, lässt Wodka reinlaufen, er ist sehr enttäuscht. Brauchst nicht so gucken, ist okay. Normalerweise immer gern, aber jetzt brauchen wir gerade was Normales. Ja, aber pass auf, der Junge, der wird richtig langsam aufmüpfig. Er hat jetzt zwar normale Bodies präsentiert, aber diese Plastikbecher, die da immer irgendwie rauskommen, die hat er auf irgendeine verquere Weise, konnte der die innen offenbar noch drehen oder so, und die sind jetzt so ein bisschen eingeknickt. Das könnte eine Art gewolltes Muster sein, obwohl es jetzt nicht so wirklich musterhaft aussieht. Es behindert auch nicht beim Trinken, aber er hat da nochmal seine eigene Dings einbringen müssen, seinen Kopf durchsetzen. Ich zeige ihm mal ganz kurz nochmal, wie so ein Decompile aussieht. So ein Datenstrom von einem Decompile. Zeige ich nur mal, wie das aussieht. Ups, bläht sich auf, aber jetzt richtig, die Wampe wächst in Dimensionen, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Und er guckt dich böse an und tippelt dann mit erhobenem Haupte davon. Ich hau auch immer ein Küsschen hinterher. Nicht böse sein. Er weicht dem Küsschen geschickt aus. Gut. In Bullet Time. Ja, super, Max Payne. Uff. Ich bin jetzt ganz aus dem Häuschen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Total aufgedreht jetzt. Ja, Wodka, yay! Da steht, trink, Kind. Cheers! Sonntag. Auf das wunderbare Ende eines wunderbaren Abends. Fuck, ey. Auf einen ganz knappen Haarschnitt da, den hast du gekriegt, ey. Ja. Puh. Willst du heute Nacht hier bleiben oder willst du heim daddeln nachher? Keine Ahnung, hab ich mir noch nicht überlegt. Kannst auch hier pennen. Ja, kannst hier pennen. Pyjama habe ich auch noch da für dich. Seit wann lege ich Wert auf sowas? Keine Ahnung, du wärst auch älter, ne? Kind? Stimmt. Hätte ja sein können, dass du sagst, nee, ich brauch meine PJs. Meine PJs. Meine PJs. Ah, ja, klar, das kann doch sein, dass jetzt. Dass ich mit der Zeit langsam anfange, wunderlich zu werden. Wunderlich zu werden? Ernsthaft? Ja. Werden. Werden ja, kann werden. Man nur, was man nicht schon ist. Du windest gerade. Aber nicht aus dem guten Loch. Wow, oh Mann. Da hängt man einfach nur mal in der Bar und kriegt, was weiß ich, was halb an die Fresse. Ja, ein Messer. Ja. Bin ja froh, dass es meinen zarten Hals nicht erwischt hat. Wenn ich das so sagen darf. Ja, das hätte vermutlich schwerer werden können. Dann weiß nicht. Komplizierter. Ja, eventuell. Wobei, dann hättest du da nicht genau dasselbe getan einfach? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch so geht. Ich hab's noch nie probiert. Hier, du bist voll der Uri Geller. Komm, verbieg mal den Löffel hier. Muss dann auch immer?
Jojo ja? nimmt den Löffel und verbiegt ihn mit der Hand. Nein! Jetzt machst du auch noch mein Geschirr kaputt. Du wolltest das hier verbiegen. Das war das gute Silber von Woody, oder? Na klar, was ist das? Aus Novosibirsk-Silber. Aus den Ork-Minen. Hätte es jetzt so nicht machen sollen eigentlich, aber meine egal. Meine eigenen Zehen geschürft. Zähen? Zehen. Zähen? Mein Zähen, Zehen. Zähen, Zehen, ja genau. Scheiße. Das bölkt aber gerade schon wieder. Was machen wir jetzt eigentlich morgen? Fahren wir da wieder hin? Das können wir uns dann, ja, also irgendwann müssen wir, ich bin mir jetzt einfach nicht sicher, was ist morgen für ein Tag eigentlich? Keine Ahnung. Montag. Montag. Da haben die, nein, nee, Moment, die Läden haben eigentlich jetzt immer offen, ne? Ja. Wenn es da Läden gibt. Wobei solche Läden, hast du doch gesagt, da oben zum Teil, ja, da gibt es Läden. Das sind aber nicht nur halt die größeren guten Sachen, die auch immer offen haben, sondern das sind zum Teil auch so kleinere Obst- und Gemüsegeschäfte mit ausgewählter Ware, die halt doch irgendwie irgendwo aus einem riesigen Dings kommt. Aber die haben tatsächlich auch Öffnungszeiten, die jetzt nicht 24/7 sind. Ja. Weil die natürlich sonntags geschlossen, nicht montags. Irgendwelche kleinen Boutiquen oder sowas halt, wo Billy mal gucken gehen kann. Willst du sagen, dass es an Billy noch was zu verbessern gibt? Nein, aber dann gibt es einen Grund, weshalb Billy sich mit Geschäften beschäftigt und Jojo sich mit anderen Dingen beschäftigen kann. Es gibt Boutiquen, Schmuckläden, dergleichen. Oder wird Sanja böse, wenn ich woanders kaufe? Sollte also dort zu kaufen, du, dann müsste ich dir echt mal Geld aus der Tasche ziehen. Das ist nicht so ganz billig. Nee, dann nicht, ne? Spiel ich nicht mit, ey. Voll nicht. Könntest du dir was kaufen, richtig teuer, und dann sagen, ey Vlad, du hast doch gesagt, wenn wir was brauchen, krieg mal was. Ich brauchte das hier für Beschattung. 5000 Euro, voll... so okay, noch Rotdiamant, weißt du? Nicht mal geschliffen, ich hab noch Rücksicht auf dich genommen. Rubin! Warum kein Rubin? Was du möchtest. Ja, geil. Die Idee gefällt mir. Find ich auch super. Ich glaube nicht, dass er das bezahlt. Ich glaub's auch nicht. Das macht aber nichts. Ich werd's ja eh nicht tun. Das wäre auch irgendwie ziemlich bescheuert. Bisschen? Bisschen? Was bist du so schnippisch jetzt? Ich bin nicht schnippisch. Es tut mir leid. Ich musste nur gerade ganz fürchterlich husten. Deswegen klang meine Stimme etwas blöde. Das war nicht, voll nicht so gemein. Voll schnippisch hier. Voll schnippisch zu mir. Gefangte Fotzen allesamt. Du bist auch am Kotzen, oder was, ey? Sishi. Na super. Der Einzige, der noch keinen SaaS hat, das bin wohl ich. Aber nicht mehr lange. Ja, nee, dann würde ich schon vorschlagen, trinken wir jetzt noch gemütlich ein und dann schläfle mal, oder? Das klingt nach einer hervorragenden Idee. Und dann am nächsten Tag kriechen wir eigentlich wieder Boris. Ist es das Auto? Am nächsten ja, Tag? Ihr das ja, ich glaube, ihr habt es mindestens für 2 Wochen schon mal irgendwie gemietet / bezahlt. So in die Richtung. Genau, und dann mit der Option auf Verlängerung bis zu einem Monat. Das hatten wir schon so gedeichselt. Waren das die Klamotten? Das auch. Das okay. Auto auch. Also an das Auto erinnere ich mich vor allen Dingen. Okay. Das war wichtig, dass wir da nicht mit irgendeinem Bumsbulli hinfahren. Das war euch doch so auf der Zunge gebrannt. Ja. Na, verständlicherweise. Ich sage ja nicht, dass es unnötig ist, was da gemacht wurde. Ich sage ja nur, dass es wichtig war, da ordnungsgemäß aufzuschlagen. Das Wesen, ne? Nö, dann machen wir jetzt gar nicht lang rum, dann... Wo genau wollt ihr hin? Morgen! Achso, ja, nee, wir fahren dann am Morgen zu... dem Kaff da wieder, Green Hill. Na, es macht eigentlich am meisten Sinn, da nachmittags hinzufahren, weil der Junge ja bis 15 Uhr Schule hat oder sowas. Oder? Also es macht doch eigentlich morgens wenig Sinn, wenn er dann sowieso beschäftigt ist mit seinem Schulgedönse und so. Stimmt schon, aber dann wird er wahrscheinlich eher mit dem Hund rausgehen und nicht in die Innenstadt, oder? Ja, das eine schließt das andere nicht aus, würde ich sagen. Ja, wir sollten da schon ein bisschen organisiert rangehen an die Sache, nicht, dass wir da den ganzen Tag rumhängen für nix und wieder nix. Nee, das ist richtig. Also ich meine, das Ding ist, wir müssen natürlich auch irgendwie einen halbwegs normalen Tagesablauf irgendwie gewährleisten. Für uns quasi. Also was man natürlich machen kann, ist, dass man einfach irgendwie so seinen Nachmittagsspaziergang macht
und irgendwie dann tatsächlich nochmal ins Städtchen geht oder sowas. Also ich meine, das würde zwar bedeuten, dass wir halt auch eine gewisse Routine reinkriegen bei uns. Wo wir irgendwie, glaube ich, auch aufpassen müssen, ist, dass wir halt nicht immer mit dem Auto dahin kommen, von irgendwo kommen, weil wenn Evo tatsächlich mal aufpasst und die dann sehen, dass der Wagen immer von ganz weiß wo kommt, ist das auch kacke. Also wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir zumindest ab und zu irgendwie mal was da in der Ecke zu tun haben, wo auch wir theoretisch wohnen. Das war ein teures Plätzchen da, das Hotel, ne? Wo wir uns quasi eingemietet haben. Der Bungalow an sich ist teuer, aber ihr könnt da kostenlos auf dem Gelände rumhängen, weil der gerade nicht vermietet wird und da eigentlich niemand drauf aufpasst. Dann machen wir das doch. Und da in der Nähe ist jetzt sonst fast gar nichts an... Es sind halt andere Bungalows in der Nähe. Zum Einkaufen fährst du schon ein bisschen weiter, aber da ist halt auch niemand, der dich jetzt so akut im Auge behalten könnte. Mal ein Eisangler oder so, aber das war's auch. Oh, Eisangeln wollte ich immer machen. Das kann ich natürlich mir nicht vorstellen. Eigentlich, ja, ne? Könnt ihr nochmal die Schlittschuhe auspacken? Ja, nee. Da kommen dann wieder so hässliche Kinder. Die war wunderschön! Das sagst du jetzt wieder. Nee, dann... Ja? Dann? Ja, dann kommen wir da halt irgendwie, keine Ahnung, so 2 Uhr, fahren wir so da hinten, dass wir ungefähr um 2 Uhr dort sind, dann gehen wir ist das eine Einkaufsmeile oder halt so eine Innenstadt oder... Einkaufsmeile würde ich so nicht sagen, es sind bis gleich 10, 12 Geschäfte, dann halt immer mal ein paar Bänkchen, ein paar Cafés noch. Das Theater hatte ich, glaube ich, gesondert noch benannt und genau, dann gibt es noch irgendwo einen Bogenschießplatz für die Herren im Sommer. Und ein Ausstatter für und eine sagen wir mal, etwas gehobenere Bar gleichzeitig für Jagden, die wohl die Herren ab und zu gemeinschaftlich auch in größerer Gemeinschaft dort abhalten. Da kann man auch sich die Jagderfolge von den ganzen Wichsern angucken. Der, der Papa, ne? Der ist da schon öfter mal mit unterwegs. Auch mittelmäßig erfolgreich und ja. Also bestimmt einmal im Monat oder so ist der schon mit den anderen Geiß jagen. Auch im Winter. Wie weit ist denn das Haus jetzt von diesem Innenstadtkern entfernt? Also könnte, nachdem man in der Stadt war, ein Spaziergang so, dass man quasi da nochmal in der Ecke vorbeikommt, ist das drin oder macht das keinen Sinn? In der Ecke von deren Haus, meinst du? Ja, ja. In läufiger Entfernung so vielleicht 12 Minuten oder so. Okay, also das heißt, wenn man eine naive Runde geht... 15, 20 Minuten. Ja, selbst das ist noch Spaziergang-Zeit, also das ist kein Ding. Ach Gott, sicher, eine Stunde ist normalerweise ein Spaziergang. Ja, naja, eben, und von aber deren deswegen... Haus kannst du ja noch um den See rumpilgern, da ist ja dieser Weg gewesen, auf dem wir auch letztes Mal wart. Ja, genau, wo die Steine. Du musst noch Steine putzen. Ja. Stimmt, ich muss noch Steine putzen. Dann muss ich noch mit weitermachen. Komm, epic Shadowrun-Handlung hier. Ja, da muss ich aber noch mit weitermachen und das ist tatsächlich vielleicht nicht so gut, wenn ich das mitten am Tag die ganze Zeit immer mache. Meinst du? Ja. Ist weniger creepy, wenn du es einfach nachts machst. Das stärkt doch den Charakter, Steine putzen. Ja, ich mach das auch manchmal. Und es naja, ist eine das sehr Ding ist... zen-meditative Übung, Steine putzen. Ja, aber ich glaube, das kann ich keinem verkaufen. Ich könnte zwar immer noch sagen, Magier, aber trotzdem. Na, momentan ist das vielleicht nicht so die gute Idee. Ja. Nee, aber dann kann man da zumindest nochmal hingehen und dann kann man auch noch eine Weile, man muss ja nicht komplett um den See rum, oder wie groß war der? War der groß? Der war ist groß, schon ziemlich ne? groß. Ja, man muss ja nicht komplett um den See rum, aber zumindest nochmal so in die Richtung und dann kann man nochmal gucken und vielleicht kriege ich dann noch einen Stein sauber oder sowas. Du hast ja jetzt zumindest schon mal alle aus dem Wasser holen lassen. Genau. Deswegen weißt du, warum der scheiß Kaban krank ist? Echt jetzt? Genau. Stimmt schon. Weil er einmal kurz nass war. Einmal kurz, weißt du, in gefrorenes Wasser reinhüpfen für dich. Verwöhntes Miststück. Nein, für sein Auto. Ich habe gesagt, verwöhntes Miststück. Ja. Also gut, ihr macht genau das. Ihr fahrt erst zu eurem Pseudo-Bungalow, haltet euch ein bisschen auf, chillt ein bisschen. Und dann fahrt ihr hoch und wollt erstmal in der Stadt gucken, ja? Ja. Ich überlege gerade, was besser ist. Ich wollte noch mal fragen, du hattest gesagt, der Kleine hat so gar nichts mit Matrix am Hut, ne? Dass der, keine Ahnung,
Naja, so gar nichts. Der zockt halt das eine Spiel und hat ein paar Freunde. Naja, aber es sind halt hauptsächlich Internetbekanntschaften, die er nie wirklich sieht. Also nicht so tiefe Freundschaften. Er macht halt den normalen Kram. Musik downloaden und so ein Scheiß macht er schon. Googeln, Videos angucken, bla. Aber jetzt nichts Besonderes. Darüber tracken kann ich ihn halt aber ohne, dass man die Bewegungen von dem verfolgen kann. Das Ding ist, das könntest du theoretisch machen, da brauchst du die ganze Zeit Marks aus seinem Comlink und dann sammelt sich bei dir auch weiterhin Overwatch-Score Nö, an. Ein ich Sprite kann das bräuchte, ja, machen. genau. Faceroot hat Ich der eine wollte hier. was Das sagen. Live-Sprite, ne? Der kann ihn ja cookien. Ja, der kann nicht nur, da siehst du ja nicht nur, wo er ist, sondern auch, was er macht, vor allen Dingen. Ja, das ließe sich jetzt höchstens mal angehen, damit wir eine generelle Idee haben, wo der sich gerade aufhält und was er macht. Jojo, was meinst du? Ja, na wenn das geht. Ja, überwachen la lassen kann ich den schon. Jetzt weiß ich ja, wo er rumhängt. Hab den ja auch schon in dem Spielraum mal gesehen. Da bei dem einen Spiel. Und da wäre es doch jetzt eigentlich mal gut, wenn ich dem, ne, eine Überwachung einbaue. Wenn das geht, klar, dann ist cool. Dann wissen wir wenigstens, wann der wo wie ist. Das wäre echt praktisch. Ah ja. Dann muss ich mich jetzt nochmal ganz heftig konzentrieren. Dann konzentrier dich mal ganz heftig. Billy greift sich wie immer an ihre Brüstchen, wenn sie kombiniert. Und, Gott. ne. Doch, doch, macht sie. Ich hab's ja auch verbildlicht, soweit ich mich erinnere. Er hat sich gerade an die Brüste gegriffen, glaube ich. Natürlich habe Ich ich mir das. auch. Ich mir auch. Die eine Hand war am Drücker und die Und andere ich mir auch. nicht. Warum Du! nicht? Weil sie Probleme mit dem Bräunchen hat, da hätte sie husten müssen. Ach so. Ja, das macht Sinn. Also, dann kommt es ein 18er. Drei Ein Erfolge und fünf. was? Ach so, ein 8. 8,10. Ach so, Ein ich dachte. 8,10er. 18er Sprite jetzt hier. Bam! Nee, Vierer Sprite natürlich. Alles normal. Infiltrator Vierer auf 3 und 10 gewürfelt. Drei Sehr Erfolge und gut. fünf Erfolge und hab zwei Dienste damit frei. Juti, mein Bester, dann, das ist wie immer mein Ich finde, Kabel. Ja. deinen Kabeltyp. Ja. Ja, das ergibt Sinn. Das Sehr ergibt Sinn, reich. ja. Was, du findest was? Nee, ich finde gar nichts. Also der liebste Infiltrator, mein Herzelein, mein Beste. Hör schon mal. Da der Mark, nee, Mark, der heißt nicht Mark. Wie heißt denn der? Der heißt Achte. Maxim. Maxi, wie die Zeitung. Maxim. Der gute Max, ja, Maxim, wie die Zeitung, Ach so, die. ich habe schon Maxi wie die Zeitung. Nee, Maxim. Da auf dessen Identität mal bitte ein Mark setzen, mein Liebster. Und schauen, wo er ist und sich aufhält die nächsten Stunden. Der Sprite entschwindet quasi in die Lüfte und kitzelt nochmal ganz kurz mit einem seiner Käbelchen. Wobei er sich da schon ein bisschen anstrengen muss, weil, wie gesagt, ist ja Wi-Fi-Abschirmende Tapete. Das Comlink von Maxim, das ist so ein ganz kleiner Elektroschockfleck jetzt quasi. Und in unregelmäßigen Abständen siehst du, wie der immer sich so ein bisschen, genau, ein bisschen ein Teil der Rüstung von dem Avatar, das ist halt so ein Spielcharakter, Avatar, löst und in die Matrix fliegt, so dass der Sprite jetzt quasi immer ein paar Infos kriegt. Sehr schön. Habe ich denn zufällig Zugriff auf seinen Terminkalender, dass ich ungefähr weiß, was er sich für Dates setzt? Achso, das, naja, Terminkalender nicht. Wenn er mal was ankündigt, er kündigt ab und zu mal an, wenn er irgendwas macht, aber in eher unregelmäßigen Na, Abständen. Was? Stundenplan ist halt sowas in die Richtung, dass man sagt, Also also so der, direkt weißt nicht, also so eher so wie bei du, Facebook, wenn er Geigenunterricht. mal in eine Nachricht schreibt, jetzt gehe ich da hin oder ich freue mich morgen dahin zu gehen, aber halt nicht direkt seinen Terminkalender. Schade. Also sowas wie Erst wenn er ihn Geigenunterricht. aufrufen würde, dann würdest du das sehen mit dem Sprite. Wie oft lässt du dir von dem Sprite eigentlich die ganzen Daten rüberschieben? Ich hab den erst für 8 Stunden, ne? Ja, also ich meine, vermute ich nicht immer sofort, weil Ja, sonst würdest du bei jedem okay. Scheiß, den er macht, genervt werden. Und er macht Ja, viel das Scheiße. stört mich doch gar nicht bei Ips. Nee, keine Ahnung, alle 15 Minuten Statusbericht. Okay, sehr gut. Ich denke, 15 Minuten ist eine gute Zeit. Ja, dann müssen wir trotzdem jetzt noch uns die Beine in den Bauch laufen. Verlustieren.
Prancing, Als Prancing. wir ein bisschen gemeinsam oder getrennt? Sollen wir uns trennen? Na, ich glaube, am Anfang ist das noch gar nicht so wild, je nachdem, weiß ich nicht. Also ganz. Das war so, dass es irgendwie auch eher unüblich, wobei so unüblich ist es auch nicht, wenn sie alleine rumläuft, ne? Ich kann mich ja irgendwo in einen Kaffee setzen und Sag du, mal, es ist eher unüblich, dass du ohne deine Muskeln rumläufst, anstatt ohne Billy. Ja, gut, aber dann müssen die Muskeln kann ja auch mal, die können ja auch mal frei haben, die Muskeln. Das ist richtig, ich sage nur, was unüblichere ist. Solange Okay, du nee, dich nicht irgendwie dann. vorstellig wirst bei irgendwelchen Familien oder so, wo Billy dann vermutlich eher mitgehen würde, kannst du auch alleine rumlatschen. Dann latscht sie alleine rum. Geht dann auch in Okay. Richtung des Sees irgendwann mal so, weil zum Steine putzen ist, so, ne? Und so weiter. Meint er noch so zu Billy irgendwie so ein bisschen übers DNI, wenn du irgendwen findest, der vielleicht mit der Family zu tun hat, dann kannst du ja selber mal gucken. Kannst du bitte aufhören damit? Pass auf, Düs. Als sie das dir Womit? nochmal mitteilte, du kannst jetzt erstmal abhusten gehen, sitzt du irgendwo in einem Café oder guckst du dir irgendwas an, irgendwelches Geschmeide oder so? Ich dachte eigentlich, Spili setzt sich mit einem Buch, mit einem E-Book in ein Café und liest dort, währenddem sie einen DeLonghi Green Tea trinkt. Okay. Du siehst, dann kommt irgendeine Frau, die vermutlich höchstwahrscheinlich nicht hier wohnt, dafür ist ihre Kleidung dann doch ein bisschen zu billig. Das fällt auch auf, weil zum Beispiel die Bedienung ist signifikant unfreundlicher ihr gegenüber als zum Beispiel dir oder allen anderen. Auf jeden Fall diese Frau, die schon, sie scheint etwas vom Styling zu verstehen, auch von Farbgebung und dergleichen. Und eine kurze Matrix-Suche sagt ja auch, die macht selber auch Nägel wie du und auch Make-up für besondere Anlässe und so ein Scheiß. Und macht so ein bisschen Typberatung auch, ja. Da hat sich spezialisiert auf den Herbsttyp. Ist natürlich jetzt eine blöde Zeit für sie, aber man hat halt nur einmal dann im Jahr Glück. Ich dachte, Herbsttyp heißt eher so Herbst der Frau. Herbsttyp bedeutet, ist sogar etwas ganz anderes. Das hat was Ich mit weiß der es Haut nur. und Haarfarbe und Ja, Augenfarbe und und so dass ein du dann ganzes Shit irgendwelche zu tun. Scheißfarben deiner Kackkleidung darauf Genau. abstimmst und so ein Gedings. Ich wollte es nur ins Lächerliche ziehen. Das ist mir dann, Erdfarben. weißt du. Ja, weißt du, schmier dir Kacke ins Gesicht, du Herbsttyp, auf jeden Fall. Schlächtige Weißt du, Mischhaut. wie lange meine Familie gebraucht hat, also nur bestimmte Teile meiner Familie gebraucht haben, um mir Du. das beizubringen? Achso. Du, sie haben es dir beigebracht. Das ist Ja. schon mal ein ganz Oh, ich musste mir das schönes so oft Manko. anhören, das hättest sogar du beigebracht bekommen, mein Freund. Ich vermute schneller als du. Ich habe hier auch mehr Weiblichkeit zu vergeben. Auf jeden Fall Das diese ist richtig. Dame. Wie ist denn der Name der guten Dame? Der Name der guten Dame, siehst du, ich bin schon völlig raus. Die hat einen Namen. Du musst sie nur erst noch nachgucken, Ja, ne? natürlich muss ich In den deiner nachgucken. Namensliste. Sarah Davidova. Das ist ein Also guter Name. keiner von unseren Verbrechern, die wir suchen. Nee. Okay. Ja, was ist mit der? Ja, warte. Was ist denn? Erstmal muss ich mir noch aufschreiben, wie die heißt, sonst wird das doch hier nichts. Was ist mit ihr? Die guckt sich kurz um, die, ihr Blick fällt dann auch beiläufig auf dich und fällt dann auch auf deine hervorragend, gar perfekt gemachten Sedernägel. Kleine Drachen drauf. Ja, klar, kleine Drachen drauf. Hast du ja auch kleine Drachenpfoten. Fällt dann ihr Blick darauf, sie scheint. Ja, doch, die wird schon erkennen, dass du von Seda bist. Nee, erkennt sie nicht tatsächlich. Ziemlich guter Wurf. Sie setzt sich also zu dir an den Tisch. Entschuldigung, darf ich mich setzen? Ist ja noch frei, ja, gerne. Es ist ja noch frei, habe ich gesagt. Entschuldige, das war jetzt etwas Ich hab's gut unartikuliert. verstanden. Oh ja, gut, dann tut man's leid. Entschuldigung, es erscheint vielleicht ein bisschen forsch, aber ich würde unglaublich gern wissen, wo sie diese Nägel machen lassen. In der Tat sehr forsch. Es tut mir leid, ich wollte nicht unhöflich erscheinen. Kann ich Ihnen vielleicht erstmal noch einen Tee ausgeben oder sowas? Nee, danke, der ist noch halb voll. Das ist eine sehr gute Freundin von mir, die das macht, eine Freundin des Hauses. Und ist es eine Freundin hier in Zelenograd oder ist sie denn in Moskau? Hat die da ihren Nee, es Sitz? ist in Moskau, In ja. Moskau, okay, gut. Ich wusste nicht, dass man in Moskau das auch mit AR-Features, oder? Kann das sein? Hat sie den Beneidig? AR an? Also bei mir haben eigentlich fast immer AR-Sicht an. Ja, dann sind da auch, ja, klar, die Sedadrachen drauf.
Und Am die Rumschlängeln. schwingen so, genau, schlängeln ein bisschen mit ihrem geilen Sederschwanz. Schwengel. Digga. Fliegen ein paar Dracheneier ab und zu. Nee, da leckt sich die Dracheneier. Shit, tut mir leid. Was? War super. Okay, also ich wusste gar nicht, dass wir in Moskau sowas mit AR auch so gut machen. Also ich hatte zumindest diesen AR-Teil, da muss man schon, das ist teurer Spaß, oder? Ja gut, die Dame von Welt möchte hier natürlich auch etwas nach außen hin ausstrahlen und wir von Sedergrupp haben natürlich einen gewissen Grad an Styling Education auch in gewissen Feldern und das trifft hier natürlich zu, junge Dame. Natürlich, Sie ist jünger natürlich. als ich, ne? Sie Wie würde alt ist nicht sie? merken, ob du jünger bist, weil du bist ja eine scheiß Elfe. Sie ist so. Ah, vielleicht 27. Ach so, du siehst es ja genau, 27. Oh ja, okay. Es ist nur so, dass ich habe auch quasi, also also privat, ein kleines Geschäft, wo ich auch Make-up und auch Fingernägel und dergleichen sowas mache, für besondere Anlässe. Ich bin nun nicht die Fingernägelkünstlerin und möchte natürlich auch meinen Kunden immer das Beste liefern, die vielleicht auch an jemand anderen weiterleiten, der das noch besser kann. Deswegen musste ich einfach fragen, Entschuldigung. Ach so, ja, nee, das ist kein Problem. Sie können ja gerne fragen. Es stört mich natürlich nicht im geringsten. Aber diese Freundin des Hauses, ich nehme an, die wird dann nur Privataufträge übernehmen, oder? Das ist innerhalb vom Konzern. So, okay, bei welchem Konzern arbeiten Sie? Sieht man das nicht? Ich bin nicht ganz bewandert in der Konzernlandschaft. Es ist keiner der hier Ansässigen, also habe ich Das das ist richtig? richtig. Ich bin ja auch nicht von hier. Ach so, woher kommen Sie denn? Sie sind aber sehr neugierig. Entschuldigung, ja, das ist meine Natur. Hier aus St. Petersburg. Oh, das ist St. Petersburg. Scheint kurz was nachzugucken, versucht es aber zu übertünchen, indem sie einen großen Schluck von ihrem Getränk nimmt. Ah, seht ihr, jetzt fällt es mir natürlich auf die Farbgebung. Ja, das. Und der Entschuldigung, Drache. das. Der Drache, ja. Ja, ich kenne auch viele, die sich Drachen ja aus, weiß ich nicht, anderen kulturellen Gründen da irgendwie noch als Zierat irgendwo drauf Ja, tun. aber entschuldige bitte, der, entschuldigen Sie bitte, der Sederdrache ist doch eindeutig einmalig. Ja, Corporate natürlich. Identity wird bei uns sehr groß geschrieben. Ja, natürlich. Das verstehe ich. Sie haben gar nichts mit Konzernen am Hut? Na, ich habe natürlich Kontakt mit vielen, die bei Konzernen arbeiten oder vielleicht eure Sinnen bei Konzernen haben. Aber ich selbst bin halt als Privatperson unterwegs und habe da keinen Konzern, zu dem ich gehöre. Deswegen bin ich da nicht immer auf dem. Neuesten Stand. Genau. Das ist natürlich sehr schade für Sie. Ja, Kommt man denn das Privatleben hat heutzutage? ja, also das hat ja auch seine Vorteile, nicht wahr? Ja, hat es das? Ich weiß nicht, ohne die Konzernsicherheit kommt man doch heute gar nicht mehr richtig zu Rande. Das ist doch garantiert schwer, als Privatperson sich so ein Geschäft aufzuziehen. Und Was hat darüber man denn mache ich da mir für eigentlich nie Kunden? Sorgen. Ich habe schon gerade hier aus der Gegend sehr viele Ja? und auch in Moskau doch einen größeren Kundenstamm, die dann auch meine Arbeit vorziehen. Also zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob Sie sind ja nicht von hier, ob Sie die kennen, ich weiß nicht, ob Sie ein Opernfreund sind, Frau Melnikow. Die lässt sich gern bei spezielleren Anlässen von mir dann noch vielleicht die Haare machen oder ein bisschen das Make-up abstimmen, sowas. Aha. Moment, war Ja, das nicht dann. unsere Tussi? War das Nee, die die Nachbarin. Die Fedotow, Entschuldigung, Nachbarin. Fedotow, sie meinte Fedotow. Ist doch die Das ist die Nachbarin. Nachbarin, genau. Genau, die in ihrem weiblichen Herbst ist. Genau. Aber nur, wenn sie ihr Gesicht in Schlamm steckt. Was für Schlamm. Jackbutter! Extra viel Ja. Krümeln da. Die schon gegorene Jackmilch. Gesundheit. Entschuldigung. Alter, wir sind Das, am Abnippeln hier mittlerweile. White Russian gehen nicht weiter, ey. Hör auf, mich zum Lachen zu bringen, du hässliches Schwein, Alter. Sagst du hässliches Schwein zu mir, du Bierfurz? Jetzt trinke ich was mit dem Kackhusten, was soll das denn? Ich Echte, hab ja nicht, ich hab ja nicht saurer Bierfurz zu dir gesagt. Das wäre wirklich zu machen. das ist wohl wahr. Warte mal, Der ich so muss. schön hat geprickelt in deiner Anus.
Schön die Hämorrhoiden geflattert. Genau das. So, Ja? Das war In-Time-Gespräch, oder? Ja, natürlich war das In-Time-Gespräch. Du bemerkst übrigens, dass sie schon eingeschüchtert ist von deiner wohlwollenden Arroganz. Moment, es ist keine wohlwollende Arroganz, es ist ganz klare Überlegenheit. Ein bisschen Überlegenheit, ich meine. Aber so ein bisschen wohlwollende Arroganz, also. Ich kann ja nichts dafür, dass sie ein Untermensch ist. Das ist richtig. Ich finde Billy macht das gut genug. Ich finde Billy macht das eigentlich ganz gut. Ich fand das auch super, deswegen ist sie auch eingeschüchtert davon. Ja, das überaus zuvorkommt. Ja, du gibst dich sogar mit diesem unfreundlichen, forschen, neugierigen Miststück ab, das konzernlos durch die Gegend stapelt. Sie ist halt ein Naseweis. Mein Gott, was soll man auch tun? Ich bin auch immer sehr dankbar, wenn ich meinen reichen Nachbarn den Feinstaub wegatmen darf. Das gehört doch einfach dazu. Man muss sie auch einfach mal baden lassen im eigenen Glanz. Ja. Ich kann ja endlich mal jetzt wirklich High Class sein hier. Ich sitze ja auch im Pelz natürlich da. Muss ja sein. Als gute Russin. Bitte? Mit Drachenschuppen. Ja, natürlich sitzt so ein Pelz da. Was natürlich auch ein ausgesucht schönes Stück ist. Und genau, nee, sie ist inzwischen aber so dann tatsächlich auch eingeschüchtert, dass sie sich umständlich von dir verabschieden. Dude. Na gut, ich möchte es jetzt eigentlich auch nicht weiter ausreizen, die ganze Beziehung. Jetzt weiß ich ja wenigstens, dass die Opernsängerin sich bei einer Nageltante nageln lässt. Hm. Sie entschuldigt. Haben Sie noch einen schönen Tag? Ihnen wünsche ich es auch. Vielen Dank. Dankeschön. Gute Geschäfte, Wiedersehen. Sie deutet sogar eine minimale Verbeugung an. Verbeugung? Kommt sich dabei aber auch reichlich dämlich vor. Offenbar. Ein Knicks ist ja gelangt, oder? Stimmt, Frauen machen Knickse. Frauen knicksen, sie deutet einen Knicks an. Westliche Welt sind immer noch Knickse sehr, sehr wirkt fein. Übrigens richtig scheiße mit ihrer Hose, muss man mal sagen, echt jetzt. Ja. Das ist richtig, ein Knicks wirkt tatsächlich nur im Rock oder im Kleid. Im Mini sieht's auch wieder scheiße aus. Nee, nur wenn quasi die Beine bedeckt sind von Rock oder Kleid. So ein schöner Pencil Skirt. Dann wird das schwierig. Ja, glaube ich auch. Googles. Kannst du nach vorne knicksen. Trolley Googles. Ich weiß doch, was ein Pencil. Also ich kann es mir lebhaft vorstellen. Okay, gut, dann ist gut. Aber ich google es natürlich trotzdem nebenbei. Ich wollte es nur nicht offen sagen, weil. Naja. Gut. Ja gut, dann. Du willst weiblich sein. Richtig. Geht ja gar nicht. Hör auf. Niemals. Mit den Schamlippen zu wedeln. Genau. Sonst musst du nur wieder lachen. Oder husten. Weil es so anstrengend ist. Behalte deine Vaginalflatulenz bitte für dich. Machst du da auch nicht. Genau. Ich habe ja auch einen Penis. Wo treibt Jojo sich eigentlich so circa rum? Keiner Hinweis, keins dieser Geschäfte verkauft Waffen, vor allen Dingen an dich. Keins dieser Geschäfte lässt dich Waffen ausprobieren. Keins dieser Geschäfte lässt dich irgendwie bis zum Unterarm in schlammigen Motorteilen oder garstiger Elektronik wühlen. Keins dieser Geschäfte sorgt dafür, dass ich mich wenigstens richtig schmutzig machen kann und irgendwelche Leute ärgern kann. Damit du dann vor den Jungen treten kannst und sagen kannst, oh, ich bin so schmutzig, kannst du mich sauber machen? Kannst du mich sauber lecken? Ich hab an selber gedacht. Das fand ich zu offensiv, das fand ich zu billig. Ach ja, weißt du. Zu billig? Ja, das war ihm wieder zu billig. Ist jetzt gemein. So denkt er über den Charakter. Merkst du was, Düse? Ja, Schweine. Das völlig Bier. Zu Recht. Das war nicht nett von dir, Spielleiter. Also gut, wo treibst du dich also rum? Im Theater. Es gibt da eine sehr schöne Ausstellung von Fotos tatsächlich von Schauspielern während des Bühnenschaffens, die echt turbolangweilig ist, aber schwarz-weiß, also muss er gut sein. Ja, Jojo ist gerade so ein bisschen, die läuft irgendwie durch, hat halt auch so einen leicht gelangweilten Blick drauf. Man könnte ihn als nein, eigentlich ist er tatsächlich einfach nur leicht gelangweilt.
Aber ich glaube, für Jugendliche in diesem Ort ist das auch vollkommen in Ordnung, so durch die Gegend zu laufen. Du bist dir dessen noch nicht ganz sicher, du hast noch keinen einzigen gesehen. Ja, das ist ja das Problem. Deswegen glaubt sie aber, dass das schon in Ordnung ist. Yep. Sie bemüht sich natürlich, diese Langeweile ein bisschen zu verstecken. Es gelingt ihr vermutlich nur bedingt. Und ja, sie latscht dann einfach oder läuft dann einfach da nur durch die Gegend und guckt halt, also sucht nach irgendwas, was bringt. Also was irgendwie ein bisschen Abwechslung bringt, wenn es da nichts gibt, dann läuft sie tatsächlich auch eher in Richtung des Sees, weil hier gibt's in der Stadt gibt's ja auch nichts. Okay. Jojo geht runter zum See, sagst du. Ja, die hat da Beine nichts zu putzen tun. oder einfach so chillen? Pff, die geht erstmal einfach so chillen. Okay. Wenig später, so 5 Minuten, vielleicht auch 6,5, kommt ein beleibter älterer Herr mit schütterem Haar, dass er sich aber formadäquat noch über diese Mitte drüber erkämmt hat, wie sich das hier hört. Baldi. Ja. Nach draußen trägt seine Wampe schön vor sich her, weißt du, der Gürtel, der ist echt sehr nötig. Der hat ein ziemlich zerknautschtes Gesicht mit auch so von den Bäckchen und von den Augenbrauenwülsten so zusammengekniffene Augen, aber jetzt halt nicht böse, sondern wie so ein freundlicher, alter, dicker Typ. Auch mit einem leichten Bartansatz, aber doch gepflegt. Sagt das Gesicht uns was? Ist das einer von den bekannten Das ist Leuten? der Hauslehrer. Dem Ach habe ich noch so. keinen Namen gegeben. Der heißt Lazarus Buchachow. Lazarus Buchachow. Ja, aber sieh hier mal einer. Oh Der kommt Gott. auch stramm auf dich. Naja, stramm nicht, aber er kommt gemütlich auf dich zugewatschelt und stopft sich dabei gerade ein Pfeifchen. Okay, also Jojo war jetzt. Ja, doch, die ist schon jetzt erstmal auf dem Weg geblieben, aber ja, okay, dann ist er halt da. Also wenn er auf die. Moment, Er zieht deine Waffe und knallt dich ab. das glaube ich nicht. Machst ja schon mal einen neuen Charakter. Ich baue mir schon mal einen neuen Charakter. Was hättest du denn gerne? Nahkampfadeptin. Eine Nahkampfadeptin, Ganz alles klar. Ganzlingerin, die immer nur im Bikini rumrennt. Das machen wir noch ein anderes Mal, das. Ja, das verraten wir jetzt aber noch nicht, Mann. Warum sagst du das dann? Wer? Schneid mal Ich mache raus. mir eine Troll-Nahkampf-Adeptin. Ja, bitte, mit Lizenz zum Sitzen. Mit Lizenz zum Face-Sitting. Sitzen im Knast. Und einem Gesicht, das nur dort geliebt werden kann. Ich hoffe, das war doppeldeutig gemeint. Ja. Sehr gut. Ja, da ist ein Mensch, der kommt auf Jojo zu. Kommt der gezielt auf sie zu oder läuft Ja. er nur in ihre Richtung? Ja, okay. Okay. Ja, Jojo, ja, sie wartet, wenn sie bemerkt, dass er auf sie zukommt. Dann dreht sie sich ihm auch zu, lächelt. Ist ein wunderschöner Ich Wintertag, muss noch mal ja. gerade gucken. Genau. Wie heißt Guten er halt? Tag. Entschuldigung, ich habe Sie neulich ja schon gesehen. Da haben Sie irgendwie auf dem Boden rumgeguckt. Haben Sie was verloren? Kann ich Ihnen helfen? Ich hatte etwas verloren, aber ich habe es schon wieder gefunden. Das ist gut, das ist gut. Ich höre direkt, Sie sind nicht von hier, nicht? Das ist richtig. Kleiner Spaß am Rande, hab's an Ihrem Pann gesehen. Machen Sie Urlaub, ja? Ja. Das ist wirklich ein schönes Fleckchen. Da würde ich Ihnen auch empfehlen, wenn Sie da. Also waren Sie schon im Theater? Naja, ich bin dran vorbeigelaufen. Ich habe auch gesehen, dass dort eine Ausstellung ist, aber habe ich sie mir nicht angeschaut. Da müssen Sie unbedingt mal rein. Das wirklich für so einen jungen Geist ist das ganz, ganz erquicklich. Also wirklich, da sollten Sie mal rein. Das ist wirklich ein Erlebnis. Das hat man so ja auch nicht jeden Tag. Wirklich formschöne Fotografie, auch in Situationen, wo man jetzt Schauspieler vielleicht sonst nicht so sieht, aber auf der Bühne, also dann doch irgendwie quasi natürlich in der Unnatürlichkeit, möchte ich das heißen, das ist wirklich sehenswert. Das klingt tatsächlich sehr interessant. Vielen Dank für den Tipp. Haben Sie sonst schon Pläne, was Sie in der Umgebung treiben möchten? Noch nicht so richtig. Ich bin auch noch nicht besonders lange hier. Also ich nehme mir gerade noch ein bisschen Zeit, die Umgebung kennenzulernen. Ich kann mir vorstellen, das ist auch nicht einfach. Sie sind ja jetzt hier schon in der Umgebung so die Einzigen in Ihrem Alter, nicht?
Ja, das zumindest hatte ich bisher diesen Eindruck, ja. Das sind die wenigsten, die dann so quasi im Spätstadium der Adoleszenz hier, hier bewegen. Ein paar, also ich selbst arbeite ja hier quasi mit dem jungen Mann zusammen. Ist auch ein adretter junger Typ. Aber sonst ist wirklich ist nicht viel los, das muss ich sagen. Ja, da sollten Sie, ansonsten könnten Sie, wenn Sie da eher Leute in Ihrem Alter, die da auch, also ich würde Ihnen vielleicht da empfehlen, mal an die Universität zu gehen in Moskau. Das ist bestimmt auch sehenswert, lehrreich in der Tat. Und da haben Sie auch dann vielleicht ein paar mehr Menschen in Ihrem Alter. Da gibt es auch so Kurse für Leute, die in der Schule sich schon ein bisschen weiterbilden möchten. Kostet ein bisschen Geld, aber ich denke, das ist auch wert. Vielleicht werde ich mir die Universität mal anschauen, ja. Gibt es sonst noch etwas in Moskau, das außer den üblichen Plätzen? Das kommt natürlich ganz drauf an, wofür Sie sich interessieren. Ich nehme mal an, Sie werden jetzt nicht nur den Wissensdrang da irgendwie befriedigen wollen. Es gibt mehrere schöne Spaßbäder, die kann ich Ihnen ans Herz legen. Jetzt, da muss man immer ein bisschen gucken. Da gibt es welche, die sind jetzt für die einkommensschwächeren Schichten. Da würde ich nicht reingehen. Das ist auch zum Teil nicht ganz ungefährlich. Da gibt es ganz, ganz komische Typen, auch mit, da wird auch mit Drogen und so weiter hantiert. Das ist nicht gut. Aber so allgemein kann ich sagen, da gibt es schon ein paar auch gute Spaßbäder für Jung und Alt. Die kosten auch ein bisschen was, sind schön in einem sicheren Gebiet, sind schön gelegen, auch mit ein paar Pflanzen drin und allgemein, das ist schon, das kann ich empfehlen. Gut, dann werde ich mich dahingehend mal informieren. Ich kann Ihnen nur raten, halten Sie sich fern von allem, was mit Schlittschuhlaufen zu tun ist und auf irgendwelchen Seen stattfindet. Das ist meistens nicht so sicher, wie es scheint, sind doch schon immer einige eingebrochen. Da würde ich Abstand von nehmen. Wenn, dann gehen Sie in die Halle, da gibt es auch genügend von. Ja, sicherlich. Aber jetzt habe ich hier meinen Redeschwall über ihn ausgeleert, das wollte ich natürlich so nicht. Ich wollte mich nur mal kurz vorstellen, weil ich ja hier gerade auch kurz Pause habe. Ich würde das wieder reingehen. Ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag, ne? Dankeschön, den wünsche ich Ihnen auch. Ja, wiedersehen, wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, er klopft an seinem Pfeifchen aus und stoffelt zurück. Naja, Jojo blickt ihm noch nach, geht dann ein paar Schritte weiter, sodass sie aus der Sichtweise des, aus der Sicht des Hauses rauskommt. Ja, das warst du schon vorher. Ach so. Du siehst auch, dass da, ich hatte ja letztes Mal gesagt, das ist ein abgedeckter Pavillon und da ist eine Art, schon eine Drohne, die ja quasi als Aschenbecher und Mülleimer fungiert, wo er jetzt auch sein Pfeifchen reingeklopft hat. Das, was er auch wohl öfter macht, wenn man sich so sieht, was da für Reste dran kleben. Alles Obwohl das Ding klar. natürlich eigentlich makellos sauber ist, aber so ein Minimalrest ist da halt schon dran. Ich verstehe. Das ist eine Tour, die der hier öfter macht. Irgendwohin muss er ja, weißt du. Das ist richtig. Da hat der Junge aber Glück mit seinem Hauslehrer. Er ist ein solider Bro. Gut. Ja, Jojo wird da noch ein bisschen weiterlaufen, dann in Richtung des Sees quasi, also so ein bisschen um den See rum. Also nicht komplett rum, das ist zu weit, aber. Das ist in der Tat viel zu weit. Ja, du machst halt noch ein Spaziergängchen. Quasi. Es gibt ein Pärchen, was dir entgegenkommt. Wirklich ganz zuckersüß anzusehen. Also da verklebt sie ja direkt die Augenmuskulatur, wie die da rumturteln. Die nehmen auch keine Haltung an. Du als Seederfrau weißt ja, dass man da Haltung annimmt und voneinander ablässt, wenn einem jemand entgegenkommt. Das machen die nicht. Das ist wirklich, also Mann, 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 Mann. Ist Jojo nicht mal wirft sicher, ihnen ob der einen Kon... Ja. angedeutet missbilligenden Blick zu. Ganz ausgezeichnet. Es ist nicht mal ganz klar, die scheinen bei Aztec zu arbeiten, ob der Konzern die beiden überhaupt füreinander auserkoren hatte. Ja, deswegen, ja. Also da ist ein leicht angedeutet missbilligender Blick. Sehr gut, den werden sie so gar nicht wahrnehmen, weil die nur Augen füreinander Oh, süß, aber vielleicht irgendwer haben. anders. Ja, das ist richtig. Ihre Liebe macht sie so blind, dass sich sie auch perfekt auf die Fresse legt später. Aber davon kriegst du schon fast nichts mit. Ansonsten ist da nicht so viel. Es ist nicht mal mehr die Spätzchen. Oh, okay, na trotzdem, wer weiß. Natürlich ein einsames Eichhorn erklettert einen Ast, aber sonst ist da nichts los.
Ja, man wird ja paranoid mit der Zeit. Vielleicht ist das Eichhorn aber auch böse. Man weiß es nicht. Ich meine, Vielleicht. das guckt dich schon ziemlich blöd an mit seiner Haselnuss in der Killer Hose. Eichhorn. Killer Eichhorn guckt dir die Zähne an und du weißt ja, die fressen Vögel und so ein Getier. Ja, mindestens Killer-Eichhörnchen, ja. Und wenn so ein Eichhörnchen schon seine Eichel in der Hand hat, dann ist aber schon spät. Nicht nur Ja, das, es ist ja Thrill vor allem of nicht mal ein. Doom. Das ist ja nicht mal nur ein Eichhörnchen, es ist ja ein Eichhorn, also doppelt so stark. Ich hätte jetzt eigentlich ein Jüt-Jüt-Jüt-Jüt erwartet, aber nein. Was ist denn ein Ja, das ist Du-Du-Du-Du? diesen Sound, den der. Ja. Ah! Nee, wenn's schlimm wird, dann kommt Gewitter. Das auch. Ja, Ja. Jojo geht dann irgendwann auch zurück. Guckt dann nochmal, ob da noch irgendwas ist mit einem Steinchen, ob sie noch ein Steinchen sauber kriegt oder so. Würfel mal Edge. Aber sie achtet wirklich auch drauf, dass es Ja, keiner deswegen sieht. würfelst du ja Edge. Die Oh, Steine drei. sind sauber. Du hörst ein wohliges, mahlendes Geräusch von ziemlich weit her, aber es ist halt ziemlich laut. Strike! Du Nice, drei See. Erfolge. Der Junge erfreut sich daran, dass er morgen Abend sturmfrei haben wird und lädt ein paar seiner Freunde zu einer Nacht des Zockens ein, die er ab 23 Uhr einleiten möchte, weil sein Alter wohl seine Mutter mal wieder sehr teuer und fein und gar unadäquat hochpreisig auszuführen gedenkt. Übernachten die dann So. auch im Hotel? Der Junge geht davon aus, dass er mindestens bis 7 Uhr morgens sturmfrei hat. Na dann. Ihr wisst auch noch, was da war, ne? Warte, was meinst du jetzt? Wie, ihr wisst noch, was da war mit der Aura ums Haus rum? Nee, nee, nee. Ach, das ist ja sowieso. Oder Nee, ich dass der meine, Alte die nur ausführt, wenn er Scheiß gebaut hat? Und umso teurer, umso größer. Ja, Übernachtet ist nicht ja. jedes Mal. Also da muss er auch richtig ihn weggesteckt haben. Vielleicht sogar zwei. Naja, vielleicht hat er sich eine Geschlechtskrankheit eingefangen oder sowas. Ja, dann würde er sie ja Witzig. wahrscheinlich nicht im Hotel nageln wollen, jetzt momentan, oder? Nee. Vermutlich wäre handeln. Aber den Also Rider die Rash siehst du trotzdem Geschlechtskrankheit. noch. Ach Quatsch, der wird mit Sprühhaut überdeckt. Und anschließend hat Nein. sie. Turbo-Antibiotika, das passt schon. Turbo-Antibiotika. Und Naniten, die fressen alles. Außer das Genital. Außer das Genital. Und das auch, wenn man sie umprogrammiert. Könnte ich mich ja mal dran machen eben. Ja, es wäre lustig. Ja. Okay, ich sehe dich gerade 1 Million Naniten einzeln hacken und umprogrammieren. Das Lebensaufgabe. Ips, das geht. Traum tut Billy das jede Nacht. Irgendwo in Afrika wacht einer auf und hat kein Genital mehr. Scheiße, schon wieder. Ich hab mir das extra Technomancer. nachzüchten lassen, Mann. Was hat die mal kostet? Das ist schon das dritte dieses Jahr. Ich dachte immer, Gude fressen mir das weg, aber das können keine Gude sein. Scheiße, echt jetzt. Geht ja Ja. gar nicht. Schön. Genau, das wollte ich, das habe ich ja jetzt gesagt. Passt perfekt. Sturmfrei. Mensch, das ist dann, muss ich dich ja da irgendwie jetzt einschleusen. Naja, wir können es nicht erzwingen. Wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Woher kommen denn die Kumpels, wenn da der Lehrer schon sagt, dass da gar keiner mehr von den Jugendlichen ist? Also Matrix-Kumpels zum Zocken, halt Online-Gaming. Da Ach hat er du. schon ein paar. Ein paar, die nicht alle 2 Minuten Rage quitten und sowas, also Gamer-Kumpel, mehr ist es nicht. Die haben sich noch nie im Leben gesehen. Davon lebt einer in Russland und einer in Ukas und ein anderer in Griechenland. Also da ist jetzt nicht so viel los. Ach, Griechenland Was, das gibt's gibt's noch? noch? Also sagen wir mal, Ach, schön. Ostdeutschland. Perfekt. Ich würde jetzt sagen, gib mir 5, aber ne? High five. Ja. Würde euch mal Hat was gehört? Edge zurückgeben, ja? Macht mal. Ja, ich habe Edge zurück. Also Ich habe Ostdeutschland guckt keins der eine her. ausgegeben. Sehr Ostdeutschland, Anhaltsdeutschland quasi, Anschlussdeutschland. Wie Nein, hieß nicht er denn? Polen. Wie die Hessen willst du wissen? Nein, nein. Gyros. Gyros! Ja, von Gyros Banane. Tsatsiki. Ich kann da ja mitspielen. Na, die werden das vermutlich als Private Sessions spielen. Da hacken wir uns ein. Schau mal Das einfach kannst du mal so auf, versuchen. hau mal einfach mal so auf dem TS vorbei hier. Das Passwort errate ich. Na, und dann fragst du die Leute, kann hier Könnt ihr jemand richtig? Russisch? Sehr gut. Kann ja einer von euch Russisch? So kleines Schöne gelbes Erlebnisse. Auto. Nee, ich hätte dann mit einem kleinen gelben Auto angefangen. Hier möchte jemand Need for Speed mit mir spielen. Ich will dann Return spielen! Das Rage Kid. Ja, nee, das bringt nichts. Bitte? Achso.
So, ja? Ich wenn, dann muss ich mich hier als Jojo quasi ausgeben, also als Inushka. Ja, nee, lass mal sein, das bringt, glaube ich, nicht so viel, oder? Ingusha heißt du ja außerdem. Ingusha, ja. Inga. Ingusha. Das hört sich auch nach irgendeinem weiblichen Geschlechtsorgan an, irgendwie. Irgendein verborgenes Teil. Ingusha nee, dann, vulgaris. Ja. Nee, dann bringt das alles nichts hier, ne? Momentan. Tja. Nee, dann müssen wir einfach abwarten und gucken und Tee trinken. Ja, das werden wir auch tun dann. Ja, wie gesagt, Jojo geht ihre Runde zu Ende, geht dann auch zurück in die Stadt und ja. Und wir als fahren... du deine Runde gerade zu Ende gehst und dich auf den Weg in die Stadt machen willst, siehst du, wie der Typ gerade mit seiner scheiß Töle wieder zurückkommt. Der ist offenbar die andere Richtung gegangen. Tja, so Pech aber auch. So Pech aber auch. Und das habe ich nicht mitbekommen über einen Sprite, dass der überhaupt raus ist. So ein Scheiß. Scheiße, er hat sein Kombi nicht mitgehabt. Ist echt fraglich, warum der das nicht gemacht hat. Und aus dem Hintergrund hört Willi ein Lied. Kriegt einen ziemlichen Anschluss dafür. Man geht nicht ohne Kopfhörer. Weiß man ja gar nicht, wo der Junge ist. Ja, der Junge darf sich jetzt dafür auch was anhören. Meine Fresse. Und ich hab alleine dann die Nacht. Nee, das glauben wir ja gar nicht. Da bleibt jetzt jemand hier. Junge, ja, von der Frau Röttenmeier, die macht kaputt, Junge. Jojo latscht an einfach da, wenn er halt zurückkommt, dann ist das halt so, dann sieht sie ihn halt nur von Weitem und dann ist gut. Man kann nicht erwarten, direkt am zweiten Tag Erfolg zu haben. Eben, renn doch hin und sag, du bist doch der, ach, das bist du gar nicht. Nee, besser nicht, das ist Quatsch. Bis, als er jetzt wieder seinen Comlink in die Hand nimmt, schreibt ja auch einem seiner Gamer-Leute, dass, also die haben sich halt nochmal das Treffen genau ausgemacht, bla bla. Und da entschuldigt er sich dafür, dass er jetzt längere Zeit AFK war. Aber er ist seine Gewohnheitsrunde gegangen. Gewohnheitsrunde? Dum, dum, dum. Wir schreiben uns die Uhrzeit auf. Und wir wissen ja jetzt auch, in welche Richtung er geht. Ja, für wahr. Du weißt die Richtung und ich weiß die Zeit. Ja. Yes! Ach, was ein Teamwork! Was direkt Karma. Nach Schulschluss. Direkt nach Schulschluss. Wann ist Schulschluss um 3? Um 2 oder um 3, einmal um 4. Also jetzt wissen wir schon mal, dass er dienstags quasi um 2 Uhr Schule aus hat und seine Montags. Geht. Ist es Montag? Montags? Ist Montag? Ich dachte, es wäre Dienstag. Ich habe vorhin gefragt, und hat der Spielleiter gesagt, es sei Montag. Also Montag bis um 2, Dienstag bis um 2, Mittwoch bis um 4 und sonst bis um 3. Falls ihr euch das notieren wollt, ansonsten müsste ich das machen. Du machst das schon. Scheiße. Also nächstes Mal ist es immer bis um 6 Uhr abends, ich verstehe. Na, ist schon dunkel. Das ist um 4 doch auch, oder? Nee. Prost, im Februar? Okay. Im Februar bin also, ich weiß ich nicht. Ich weiß Februar das. Februar ist echt schon ganz also vorangeschritten. Also ich hab nachgeguckt, ich glaube, da wird's im Februar in Russland, irgendwie wird's, glaube ich, um spätestens 16 Uhr ist es da dunkel. Echt jetzt? Na, da ist im Januar, habe ich zuletzt nachgeguckt, da ist, glaube ich, nachmittags um 2 oder um 3 ist da die Sonne untergegangen. What? Das ist eine harte Ansage. Warte mal, ich guck jetzt nach. Also dann kennen die aber Daylight Saving Time, kennen die gar nicht, oder? Du sprichst in Zungen. Daylight Saving Time, Zeitumstellung, Sommerzeit. Ach so, das weiß heißt ich gar nicht, ob die daran teilnehmen. Wir sind... Da, zu welcher Zeit sind wir da eigentlich? Willst du das Datum wissen, oder was? Ja, das ist der 12. Nee, ja, ach Quatsch, der 5.2. Ja, 5.2, genau. Ja. So, jetzt bin ich auch wieder da. Da kann ich ja sogar, guck mal, 5.2. Sonnenuntergang, 15.13 Uhr. Untergang, das ist, eine harte Ansage. Das ist echt schon. Sonnenaufgang, 6.13 Uhr, Sonnenuntergang, 15.13 Uhr. Die haben ja wirklich gar nichts von der Sonne, ey. Yep. Ihr auch nicht. Ja, nee, schon klar. Ich meinte jetzt die Russen quasi. Die Russen! Nee, die haben gar nichts von der Sonne. Ja, ich hätte das Zirpen gemacht, wäre es schon leise, das, ich weiß. Ja. Ich wollte jetzt nichts sagen dazu, ich hab nichts gesagt. Guti. Ihr trefft euch wieder in der Stadt. Ja. Und dann fahren wir, denke ich, zurück, oder? Ja. Also ich erzähle ja von meinem Erlebnis, das ich hatte mit der Nageltante, dass die für die Opernfrau arbeitet.
Wenn du die nochmal wieder siehst, kannst du ja mal gucken. Vielleicht, keine Ahnung, kannst du sagen, deine Kosmetikerin ist ausgefallen, du brauchst irgendwas für einen Anlass, dann kannst du dich mal zu der setzen. Vielleicht labert die ja ein bisschen. Ja, die war sehr neugierig. Weil ja, natürlich meine Sachen aufgefallen sind. Ja, klar, aber wenn die neugierig ist, dann erfährt die vielleicht auch viel von den Nachbarn da. Naja, ganz klar, bei den Akeltanten wird immer gequatscht. Siehst du? Aber vielleicht kommt man da ja mal irgendwie noch an Infos. Vielleicht, wenn es sich irgendwie ergibt. Aber wenn du dich mal bei der zu einer Session einfindest oder sowas, weil du einfach, ne, gerade mal Not am Mann ist und so, weiß ich nicht. Ist das realistisch? Keine Ahnung, wie ist denn das in dem Geschäft? Warum nicht? Natürlich. Wenn man mal jemanden kennenlernt, das kann man schon machen. Du kannst ja durchaus auch abends mal verabredet sein. Ja. Hatte mir eigentlich ihre Dings gegeben, ihre Personal Data gespielt geleitet? Automatisch wegen Pan. Hatte Dante Tön. Ich habe den Hauslehrer getroffen. Aha, und? Der wirkt eigentlich ganz nett. Also, aber? Nichts aber, der hat halt ein bisschen, ja, warst du jetzt schon am Theater und so irgendwie, ja, also hat eigentlich nur ein bisschen gelabert. Das war jetzt nichts Spezielles. Mhm. Hat mir ein paar Tipps gegeben, wo man denn hingehen kann in Moskau. Ja, in Moskau. Wir sollen nicht einkaufen, nicht Eislaufen gehen auf irgendwelchen Seen, da bricht man nämlich ein. Siehste? Siehste, von wegen und Schwachsinn da mit dem Auto drüber fahren, Bullshit. Na klar, gibt's Seen, wo das geht, Mann. Das habe ich doch selber schon gemacht. Ja, klar. Wer weiß, was du wieder dir vorgestellt hast. Bobbycar, weißt du? Ja. Du wiegst ja auch nix. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich den jetzt getroffen. Und dann habe ich noch gesehen, wie der Junge zurückgekommen ist. Aber der war zu weit weg. Ja, der hat Anschiss gekriegt, weil er seinen Comlink nicht dabei hatte, die Sau. Sonst hätte ich das schon vorher gewusst. Na, jetzt wissen wir aber, wann er zurückgekommen ist. Ja, jetzt wissen wir dadurch automatisch, wann er auch wieder vorbeikommt. Und wann du da zum Abpassen da sein kannst. Ja, das würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt morgen tun, das wäre ein bisschen auffällig, aber irgendwann so in den nächsten 3 Tagen oder sowas ginge das halt schon. Ja, dann lass uns doch zurückfahren und wir fahren in 3 Tagen wieder her. Ja, wir sollten... Was willst du davon? Na, das ist schon ganz gut, aber wobei da oben bei Evo sind bestimmt nicht so viele. Ich weiß nicht, wie engmaschig die das kontrollieren, also wie ist das kompliziert. Das Auto sollte halt schon mal bei diesem blöden Bungalow stehen oder so eine Weile, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Wir können es natürlich auch noch hier irgendwo essen gehen, damit wir einfach ein bisschen länger da sind. Wir gehen einfach noch ins Restaurant und gucken mal, was noch passiert. Das gibt ziemlich sicher doch schon mal einfach ein Restaurant aufzusuchen, nicht nur ein Café. Lecker Soja. Ja, aber das würde ich vielleicht nicht heute machen, sondern morgen. Dann machen wir das morgen. Oder übermorgen oder so, weißt du? Okay. Dann sollten wir das ins Auge fassen. Ja. Dann gewöhnen die sich hier vielleicht auch an unseren Anblick. Ich habe jetzt eigentlich nicht den Eindruck gehabt, dass wir das sehr gewöhnungsbedürftig sind. Gewöhnungsbedürftig nicht, aber fremd. Hast du nicht gesehen, wie die uns angeguckt haben? Teilweise. Ja gut, das muss man immer in Relation setzen, dass es hier halt ein gesuchter Personenkreis ist, der hier lebt, ne? Ja, das weiß ich ja doch, aber das ist halt so, naja, ich sag mal, man guckt natürlich genauer bei allem, was Fremdes, aber vielleicht werden die dann ja mal ein bisschen... Mach dir mal klar, dass es hier ein elitärer Kreis ist, der hier zusammenlebt. Das weiß ich doch. Also, dann ist es klar, dass die gucken. Ja, aber es ist was anderes wie, also wenn die uns öfter sehen, dann gucken sie vielleicht weniger, verstehst du? Weil der Anblick dann gewohnter ist, dann ist es nicht mehr so neu. Dann ist es nicht mehr so spannend. Ja, aber wir wollen ja eigentlich spannend bleiben, sodass Leute uns eventuell auch ansprechen oder wir die ansprechen können auf irgendwas hin, ne? Ja, können wir, aber zu spannend ist auch nicht gut. Dann ja, klar. Nur jeder zu genau, das ist irgendwie auch nervig. Egal, das machen wir schon, irgendwie geht das schon. Jutti, dann lass uns jetzt nach zurückfahren, oder? Ja. Aber nicht wieder in die Bar. Nee. Aber sicher nicht. Nee. Ganz bestimmt nicht. Ich könnte mal nach Hause fahren, so zwischendurch mal wieder. Ja, Oskar wird sich freuen. Gut. Und ich lasse mich von Erbs bekochen.
könnte ja fast davon ausgehen, dass wir einen Plan haben, was wir da eigentlich tun. Ich möchte das jetzt auch gar nicht weiter so mit euch auseinanderpflücken. Anscheinend bewegen die drei sich ja jetzt in eine Richtung, die man quasi schon fast als tatsächliches Shadowrun bezeichnen könnte. Ah, Schande, Schande, Schande. Auch die Session 6 wird ohne Kabern ablaufen, da es tatsächlich so war, dass Dellinger sich sein Internet, zu früh gekündigt hat und, naja, dann, ihr kennt ja die Geschichte, bla, lange Schwätz, lange Rede, kurzer Sinn. Die 6 kommt ja dann auch bald raus, dann werdet ihr die auch hören können, was da abläuft, da wird's interessant, kann ich schon so viel sagen. Das war kurz bevor ich nach, in die Staaten gefahren bin, geflogen, weil gefahren wäre weit. Geflogen ist auch weit, aber dauert nicht ganz so lange. Deswegen kommen an dieser Stelle wie immer die Common Creative License Announcement, also sprich unsere Legal Rights. Wir laufen nämlich unter der Common Creative 4.0 in der Zwischenzeit, in der Meantime hätte ich beinahe gesagt, in der Zwischenzeit. Das heißt, ihr dürft euch gerne Stücke aus unserem Podcast ausschneiden, dürft die gerne wiederverwenden, dürft die zerhackstücken, dürft die einmal verdauen und dann wieder ausspucken oder auskacken, das überlasse ich ganz euch. Und die Marke Shadowrun gehört der Tops Incorporated in den Vereinigten Staaten von Amerika, Nordamerika. Und wird vertreten in Deutschland durch den Pegasus Verlag. Der Pegasus Verlag in Deutschland, oder die Pegasus Verlags GmbH, hat nichts mit Bierholen zu tun. Das Intro- und Outro-Lied, das ohne Gesang abläuft, heißt Tango, Russian Tango, um genau zu sein, und kommt von der Gruppe Mad in Mad. Damit habe ich diese Sache auch abgeerntet. Ich kann jetzt die Folge dann fertig machen, hochladen und mich freuen, dass ich wieder was gemacht habe. Ich wünsche euch allen was ganz Tolles und noch viel mehr. Muah!